Rennspielspaß. Ichuka Games präsentiert zusammen mit Spooky Doring. The Dark Sage Detective, A Fumble in the Dark. Teil 2. Zum Starten klicken. Katze. Gut, hier haben wir wie im ersten Teil schon die Episoden. Zwei Boni sind schon freigeschaltet. Ansonsten gibt es hier 6 Hauptstories, die durchspielen und 3 Bonus-Stories wieder. Wir fangen heute an mit, wie man in die Darkseid hineinruft. Und dann noch weitere. Hier gibt es schon weitere Versteckziele, gibt es noch. Dann gibt es schon die Bonus-Freigeschaltete Geister der entgangenen Weihnacht und einer Flug ins Kuckucksnest. Das ist ja immer so ein paar schöne Anspielungen. Und doch die Abenteuer, auch die Abenteuer, die wir hier erleben im alten Pixel-Stil, haben immer unheimlich viele Anspielungen auf andere Welten und Abenteuer, die man so kennt. Also Popkultur-Anspielungen zuhauf. Manche, die man kennt, manche, die man vielleicht nicht kennt, die ich nicht kenne, die ihr vielleicht schon kennt. Ja, die Fallakten. Wir spielen hier einen Detektiven und seinen Begleiter. Und ja, wir sind eine geheime, nein, so geheim auch nicht. Wir sind. Es gibt in dieser Welt Monster und so. Es gibt eine dunkle Seite, also eine Dark Side und eine helle Seite. Und die echte Welt, die Realität. Und zwischen diesen beiden Welten gibt's ab und zu mal ein paar, da ist irgendwie ein Riss im Raum entstanden und da passiert ab und zu mal, dass irgendwie das ein oder andere Monster es schafft, aus der Darkseid herauszukommen und in die helle Seite, auf die helle Seite zu kommen und dort für Chaos zu sorgen. Und die beiden Detektive hier, die wir spielen, haben die Aufgabe, da sich um diese Monster zu kümmern und da mal zu ermitteln, was da schief gelaufen ist und sich dem anzunehmen und in die Dark Side zurückzuschicken. Die Dark Side Detectives. So heißen sie. Na dann, ich würde mal sagen, lösen wir heute Fall Nummer 1. Mal schauen, wie schnell wir es schaffen, vielleicht auch noch Fall 2, aber naja, in der Regel. Also ein Fall ist schon. Sind wir schon eine Weile mit beschäftigt. Mehr als 2 auf keinen Fall. So, wie man in die Darkseid hineinruft. Auf geht's. Fallzusammenfassung: Ich muss Dooley finden. Okay. Unser Begleiter, der Dooley. Wir sind Mickey Queen, heißen wir. Das ist unser. Der Spieler spielt den Kommissar Mickey Queen und unser Partner Dooley ist wohl verschwunden, wie es ja heißt. Und dies müssen wir erstmal finden. Untersuchung beginnen. Also, wie man in die Darkseid hineinruft. Zuvor bei The Darkseid Detective. Vor einem Jahr verschwand mein Partner Officer Dooley aus dem Motel. Ah ja, Rückblende an Dooley. Ja, das ist passiert im letzten Teil, in der letzten Episode vom letzten Teil, vom ersten Teil. Ist einfach verschwunden. Ich hatte eine Idee, wo er gelandet sein könnte. Oh nein. Also folgte ich allen Spuren. Das Portal hier ist immer noch verschlossen. Dooley, wo bist du? Und ging auch neuen Hinweisen nach. Haben Sie diesen Mann gesehen? Tut mir leid, bei all diesem Rauch kann ich fast nichts erkennen. Bist du da drin, Dooley? Offiziell wurde die Suche eingestellt.
Also habe ich mir freigenommen, um auf eigene Faust weiterzusuchen. Ich bitte Sie also um Ihre Hilfe, liebe Zuschauer. Vielleicht haben Sie irgendetwas gesehen, was mir helfen könnte, meinen Freund zu finden. Vielleicht haben Sie ein seltsames Leuchten in Ihrem Garten oder eine ungewöhnliche Art von Energie an Ihrem Arbeitsplatz bemerkt. Oder es verschwindet auf unerklärliche Weise Essen aus Ihrem Kühlschrank. Oh ja, vor allem das Letzte. Wenn Ihnen irgendwas auffällt, wenden Sie sich bitte an diesen Sender. Bitte, ich brauche Ihre Hilfe, Twin Lakes. Das ist wirklich herzzerreißend. Und gleich bei TLTV ein Eichhörnchen, das zielen kann. Runter von der Bühne. Und jetzt bei Dick Brickmans Frühstücksplausch ein Eichhörnchen, das Rechenaufgaben knackt wie Haselnüsse. Okay. Das arme kleine Ding zeigt auf seinen Mund und reibt sich den Bauch. Ist das seine Antwort? Ich verstehe nicht ganz, für welche Zahl steht diese Geste? 2? Was mache ich hier? Sie sind bei Dick Brickmans Frühstücksplausch, Twin Lakes, bester und einziger Live-Show am Morgen. Das ist ja das merkwürdigste Blind Date, das ich je hatte. Haha, Blind Date? Wie bitte? Sie haben Ihr Mathematik begeistertes Eichhörnchen mitgebracht, um seine Rechenkünste so gut wie live im Fernsehen zu präsentieren. Ich habe das Eichhörnchen über irgendwelche dubiosen Werbebanner kennengelernt. Ich dachte, es wäre ein Mann. Glotz. Also soll ich dann einfach bitte. Die Sache mit Dudi tut mir leid. Ich lege ein bisschen traurige Musik drunter, um auf die Tränendrüse zu drücken. In nächster Zeit werden sich dann jede Menge Spinner mit schrägen Geschichten bei dir melden. Das klingt sehr ermutigend. Raxa, wie war es? Es ist gut gelaufen. Los gehen wir. Okay, wer ist Raxa? Ist die unsere Begleiterin? Das scheint der Lagerraum zu sein. Okay, by the way, also man muss den ersten Teil nicht gekannt haben und man muss den ersten Teil nicht kennen, um hier klarzukommen. Also man versteht auch vieles, ne? Und das ist natürlich toll, wenn man den ersten Teil. Wenn man den ersten Teil auch kennt. Ich meine, das Spiel steht für sich alleine ganz gut, aber ja. Der erste Teil wird natürlich am Anfang ein bisschen was erklärt. Madame Lemack, Sie können mich nicht feuern. Und ob ich das kann, wenn Sie wirklich so ein tolles Medium wären, hätten Sie gewusst, dass Sie heute nicht zur Arbeit kommen sollten. Und jetzt raus. Ah ja. Mystische Dame. Hallo Detective. Hallo? Sie fragen sich jetzt bestimmt, woher ich Ihren Namen kenne. Das ist nicht mein Name. Ich habe Beruf gesagt. Ich war gerade Ich bin Madame Lemack, das kompetenteste Medium von Twin Lakes. Ah, ein Skeptiker, dann hören Sie jetzt gut zu. Ich weiß, dass Sie jemanden suchen, Ihren Partner. Peter Donnelly. Er ist Patrick Dooley. Wie ich schon sagte. Wie gesagt, ich war gerade in der Sendung. Also gut, ich habe Ihren Hilferuf im Fernsehen gesehen, im Büro meines Chefs, aber ich bin ein Medium und kann Ihnen helfen. Ich kenne einen Ort, an dem Menschen Kontakt mit der anderen Seite aufnehmen können. Er ist nicht tot. Nein, die andere Seite. Na schön, was ist das für ein Ort? Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich muss Sie hinbringen. Also gut, gehen wir.
Das geht nicht. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Noch nicht. Meine Sachen sind nur durch im Lagerraum eingeschlossen. Dann holen wir die Sachen und gehen. Ich habe meinen Schlüssel im Umkleiderraum vergessen. Und kann dort nicht mehr hin. Meine Nachfolgerin ist schon dort. Peinlich, nicht wahr? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie holen meine Sachen und dann treffen wir uns draußen. An Ihrem... Moment. Ich habe gerade eine Vision. Ich sehe einen Polizeiwagen. Natürlich steht draußen ein Polizeiwagen. Ich bin schließlich ein Poliz... Ausgezeichnet. Wir sehen uns dort. Mit meiner Tasche. Bis dann. Ja. Eine sehr gute Seherin haben wir hier aufgearbeitet. Seherin, nicht so wie hier war das Ding. Keine Ahnung. Das Licht ist an. Das bedeutet wohl, dass ich nicht eintreten darf. Klopf, klopf. Keine Antwort. Was hältst du von der Sache? Ja, für mich ging das auch nach Unsinn. Aber... Ja, es ist die einzige Spur. Genau, wir haben nicht viel zu verlieren. Ein Farbeimer. Ein leerer Farbeimer. Sieht aus, als würde dieses Zimmer neu gestrichen werden. Stört mich nicht. Ich habe die Mitarbeiter extra in einem Raum zusammengefurcht, damit ich in meinem Büro mit eigenem Bad meine Ruhe habe. Es ist leer. Im Brandfall bitte verbrennen. Okay, hilfreich. Eine Programmliste des Senders. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Das nachrichtenfreie Nachrichtenmagazin. Das meteorologische Quartett, bei dem über das Wetter gesprochen, anstatt es vorherzusagen. Gesprochen wird, anstatt es vorherzusagen. Das wirtschaftliche, nachhaltig produzierte Lotto ohne Gewinner. Ja. Ein VIP-Stern. Glaubst du, die werden aus echtem Sternstaub hergestellt? Du weißt selbst, dass das sehr unwahrscheinlich ist, oder? Ich nehme ihn trotzdem mit. Gegenstände, ein VIP-Stern. Yay. Wir sind VIP. Oh, ich dachte, wir treffen uns draußen. Wie bitte? Mystik. Sie haben doch gerade gesagt, dass es ist eine andere Person, Detective. Oh. Okay, was haben wir hier? Fanpost. Meine Fans schreiben mir oft und bitten mich um Rat. Ich antworte natürlich nicht. Ich arbeite schließlich nicht umsonst. Sind sie nicht göttlich, meine Fans? Die Klugschöpfer, sie würden für mich töten. Einmal hatte ich sogar eine Vision davon, wie einer von ihnen es tut. Können sie mir den Namen und die Adresse der Person nennen? Das ist ein Mallet. Er hilft Leuten, einen Sinn für Mode zu entwickeln. Wir sollten ihn mitnehmen. Gegenstand erhalten, Minute. Das Kernstück meines Inventars. Natürlich wollen die Leute, dass ich ihnen aus den Karten lese. Aber sie wollen zumindest eine Kristallkugel sehen. Das bin ich mit meinem... Okay, ja. Das hatten wir schon. Der Schlüssel. Das muss der Schlüssel für den Tresor sein, den Mac erwähnt hat. Finger weg, das ist nur für Mitarbeiter. Didgeridoo. Ein Didgeridoo gehörst jetzt mir. Aluminium. Sind Sie ein Fan? Ich glaube nicht, denn Sie tragen keine Kugel über dem Kopf. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht sprechen. Ich bereite mich auf meine neue Sendung vor und habe keine Zeit für Nicht-Fans. Achso, die Fans haben alle Kugeln auf dem Kopf hier, sehr toll. Sehr intelligente Leute, wie ich sehe. Mit diesem Blumen hat mich der Senderchef an meinem neuen Arbeitsplatz willkommen geheißen. Willkommener Mitarbeiter.
Das verleiht dem Arbeitsverhältnis gleich eine persönliche Note. Ja. Willkommener Mitarbeiter. Nicht mal personalisiert. Das ist eine farbenfrohe Auswahl von Make-up. Leider teile ich diesen Raum mit allen anderen, die hier auf Sendung gehen. Vom Nachrichtensprecher bis hin zu den Clowns. Clowns? Was für eine Zumutung. Das sehe ich genauso. Ein Star wie ich sollte mit mehr Respekt behandelt werden. Das ist nur glatt gestrichene Alufolie. Der Sender hat kein Budget für echte Spiegel. Ah ja. Ich kann jede einzelne meiner Poren und Falten deutlich erkennen. Das sind Tageslichtlampen zur Lichttherapie. Der Anblick meiner Falten machte mich also nur kurzzeitig depressiv. Das müsste Schlüssel für die Tortur sein. Okay, wie kommen wir daran? Finger weg, das ist nur. Das ist nur für Mitarbeiter. Okay, wir müssen uns also als Mitarbeiter tarnen. Ich finde es faszinierend, dass die Leute sich für dieses Zeug interessieren, obwohl es in Twin Lakes vor echter Magie und Mysterien nur so wimmelt. Stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, wird zwar mal ein Medium, der vorgibt, irgendwie was zu können, wenn es wirklich Magie gibt. Das macht ein Medium ziemlich überflüssig. Ein Blasinstrument der Aborigines. Ein goldbrauner Stein. Es ist ein Minit, auch bekannt als Honigstein. Ich habe letztes Semester versehentlich Geologie statt Geomantie belegt. Ein gefährlich scharfer Stern. Okay. Ich komme nicht an Marv vorbei. Kenn ich mal vor. Das ist sie. Marv, deine Chance auf die perfekte Aufnahme. Ich muss nur kurz an in die Aufnahme, die den hohen Tieren in Hollywood zeigt, dass du der richtige Mann für jeden Blockbuster mit Eichhörnchen bist. Das weiße Eichhörnchen, das Schweigen der Eichhörnchen, das Eichhörnchen im Schatten des Adlers, das letzte Eichhörnchen. Ich könnte ewig so weitermachen, aber ich sollte mich auf die Aufnahme konzentrieren, statt Selbstgespräche zu führen. Ich muss wohl warten, bis er fertig ist. Verdammt, Eichhörnchen, reiß dich zusammen. Wie soll ich die goldene Aufnahme bekommen, wenn du mir nichts anbietest? Ich schätze, ich muss dem Eichhörnchen auf die Sprünge helfen. Wenn ich in den Lager rum will. Sind das die Dinge, mit denen du dich regelmäßig auseinandersetzen musst? Das kann man so sagen. Du hast Didgeridoo vielleicht das Glas rum benutzen und ihn abschießen. Brauchen wir aber erstmal irgendwie was zum Schießen. Die Mülltonne ist jetzt leer. Streng genommen war sie vorher auch schon leer. Ja, ungefähr so sind die Rätsel in der Dark City Detective. Ein Mülleimer. Ich habe noch nichts Lustiges darüber zu sagen. Auf dem Schild steht die aktuelle Zeit. Zeit in 10 Minuten. Zeit in 15 Minuten. Die Zeit in 25 Minuten. Du wirst die Uhr, die eine halbe Stunde die Zeit nicht nachgeht, die Zeit natürlich nicht, die Zeit eine halbe Stunde vorhersagt. Das soll wohl eine Liste der Leute sein, die hier arbeiten. Und nichts davon ist zu entziffern. Ja, der Senderchef mag es nicht, wenn Fans ihm oder seinen Mitarbeitern auf die Pelle rücken. Er glaubt, dass sie bessere Arbeit leisten, wenn man ihnen keine Aufmerksamkeit schenkt. Oh, sie sind neu? Ja, mein Vorgänger war von einem Geist besessen. Ein echter Glücksfall für ihn. Der Geist hat ihn zum Bezirksleiter befördert. Ja. Wann kann ich für diese Lieferung unterschreiben lassen?
Ich würde dir statt einer Unterschrift lieber meine Telefonnummer geben. Das bringt nichts, ich brauche... Moment mal, das war ein Anmachversuch, oder? Ja. Oh, wie original. Danke, dass du mitgekommen bist, Rexaratsan. Ich weiß, dass du zwischen Kollege und Geisterjagd, College und Geisterjagd, nicht viel Zeit übrig hast. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ihr habt mir schließlich das Leben gerettet. Und ohne euch wäre ich auch gar keine Inspektorin. Seit ich euch kenne, ist mein Leben um einiges interessanter geworden. Ich will Dudi finden und die seltsamen Vorfälle in der Stadt untersuchen. Also zurück an die Arbeit. Wir haben einen Fall zu lösen. Ja. Das ist eine sogenannte Trübsalsweide. Wie kennst du dich so gut mit Pflanzen aus? Das ist eine Privatsache. Okay, wir müssen irgendwas zum Schießen finden. Das ist ja zum Schießen. Die Blutwölfe. Was macht ihr denn hier? Wir haben dich im Fernsehen gesehen und sind gekommen, um zu helfen. Wie ist es gelaufen? Es ist auf jeden Fall gelaufen. So viel kann ich sagen. Wo ist die Frau in dem Auto? Dann führst du sie, um sie zu verhören? Darf ich sie foltern? Sie ist ein Medium. Sagt, sie kann mir helfen, Judy zu finden. Ich muss ihr nur ein paar Sachen holen. Darf ich sie trotzdem foltern? Ah ja, die kleine Emily. Sie mag foltern. Mir gefällt, was du mit dem Auto gemacht hast, aber wenn du es professionell zertrümmert haben willst, hättest du nur fahren müssen. Ah ja. Das Auto ist zur Hälfte Schrott. Jetzt ist es nur noch das Motto. Das ist nur das Motto. Mami und Pami haben gesagt, dass. Pami, meinst du nicht Papa? Papi? Ich hab es lieber, wenn es sich reimt. Sie wollen wissen, ob du ein sauberes Führungszeugnis hast und ob du eine Kinderbetreuungsversicherung hast und welche Kurse für Kinderbetreuung besucht hast. Wollen sie, dass ich sie anrufe? Nein, sie sind gleich da drüben. Sie wollen mich nämlich nicht unaufsichtig lassen. Von ihnen selbst. Was heißt eigentlich inkompetent? Ist das dein Dienstgrad bei der Polizei? Frage mich auch mal manchmal. Tut mir leid, euch bei eurem Teenager Zeitvertreib zu stören. Womit auch immer ihr euch gerade die Zeit vertreibt. Meistens mit Grübeln. Der Vorteil daran ist, dass man es immer und überall machen kann. Eine Palme macht noch keinen Sommer. Okay. Das P steht für Polizei. Schließlich parkt hier ein Polizeiauto. Ah ja. Der zweitbeste Kanal für Nachrichten in der Stadt. Für Nicht-Nachrichten. Beeindruckend, wenn man bedenkt, das ist der einzige Kanal in der Stadt. Okay, wir haben immer noch nichts. Und von ihnen das Häschen abschießen können. Das waren Eichhörnchen. Man hüpft ein Kind auf dem Auto herum. Vielleicht habe ich dem falschen Polizisten meine Hilfe angeboten. Hüpfen ist helfen. Ja. Das wollte ich noch gleich machen. Okay, versuchen wir es mal. Vielleicht können wir ja... Ich glaube, dieser Plan ist nicht zu Ende gedacht. Natürlich nicht. Unser Plan ist nicht zu Ende gedacht. Okay, können wir vielleicht
Was soll ich noch gleich machen? Kann vielleicht den VIP-Stern hier an die Tür kleben? Okay, das hatten wir schon. Jetzt müssen wir einen Weg finden. Und für die Show die Absagen, damit wir da rein können. Okay, das hatten wir auch schon. Und wir müssen mal die Kamera beim Mann ablenken. Er ist leer. Okay, können wir damit irgendwas machen? Wir brauchen eine Kugel auf dem Kopf. Können wir vielleicht die Kugel... Das würde ich gleich noch machen. Können wir die nicht selbst anziehen und dürfen selbst. Und schreiben Sie bitte hier. Sind Sie sicher? Danke, viel Spaß mit Ihrem Paket. Oh. Okay, wir haben ein Paket. Vielleicht können wir damit zum Chef rein. Aber ich tue die nicht finden. Der Plan ist nicht so unbedacht. Kiste ist an Mystik interessiert. Auf dem Inneren ist ein Klirren zu hören. Aber das Klebeband verhindert uns, dass ich mir den Inhalt ansehen, dass ich mir den Inhalt ansehen kann. Es verstößt gegen das Bundesgesetz, die Post andere Leute zu öffnen. Zum Glück arbeitest du nicht für die Bundespolizei. Aha. Genauso muss man das verstehen. Kugel-Aquarium. Ich muss die selbst aufsetzen, googeln. Okay. Oh, die sehen aus wie die Kopfbedeckungen meiner Fans. Wenn ich nicht so alt wäre, hätte ich euch glatt für Fans gehalten. Bin ich viel zu alt. Ich bin jünger als... Tut mir leid. Ich kann die greisenhaften Stimmen alter Menschen so schlecht verstehen. Aber ich bin ja schon froh, dass ihr beim Sprechen nicht gesammelt habt. Ja. Sehr freundlich. Okay, können wir dem Eichhörnchen eine aufsetzen? Okay, wait, wir haben 3 junge Leute da draußen und 3 Aquariumsdinger. Blutwölfe, versammelt euch. Wir sind doch schon versammelt. Wer will sich ein Agentenabzeichen verdienen? Die anderen natürlich. Gut, zuerst zieht ihr euch das hier über den Kopf. Dann geht ihr ins Gebäude und tut so, als wärt ihr Fans namens Kugelköpfe, um das neue Medium abzulenken. Steht darauf, dass sie zu treffen. Sagt, dass ihr Autogramme wollt, lockt sie irgendwo hin und lasst sie dann nicht mehr weg. Verstanden? Ich glaube schon. Okay. Wir sind hier, um die Königin zu treffen. Oder so.
Sie hat ein Heilmittel gegen kahle Köpfe. Nein, wir sind Kugelköpfe, Fans von Mystik. Mystik, können wir sie bitte treffen? Wir wollen, dass sie auf unseren hohlen Köpfen unterschreibt. Auf gar keinen Fall. Meine Fans, ich liebe meine Fans. Okay. Nutzen wir die Gunst der Stunde. Ich wette, das hat sie nicht vorausgesehen. Moment mal, ich sehe etwas. Sieht aus wie Buchstaben. Hände weg. Ja. So, wir haben die Schlüssel. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Nur von Marv blockiert. Wenn ich rein will, muss ich ihn dort wegbekommen. Na toll. Die Tür war nicht abgeschlossen. Fantastisch. Gut, also. Ich bin ein Kugelkopf. Jawohl, ich krieg gar nicht genug von diesem Hanebüchen und Zukunftsprognosen. Ich will unbedingt hören, was diese Nostradamus-Schwätzerin zu sagen hat. Dass die soeben dein jugendlicher Sarkasmus abzeichnen verdient. Danke, es war nicht einfach, aber die Mühe hat sich ausgezahlt. Was ist dein Lieferrekord von Paketen an einem Tag? Und wie viele Pakete kannst du auf einmal tragen? Und wie groß sind die Pakete aus meinen ersten beiden Fragen? Hilfe? Wie wär's mit ein bisschen Abstand, kleiner Mann? Je kleiner der Abstand, desto kürzer die Entfernung, die meine Fragen zurücklegen müssen und besser. Und desto mehr Fragen kann ich stellen. Es ist wissenschaftlich erwiesen. Sollte jetzt vielleicht gehen. Ich bin König Kugelkopf. Bringt mir die Psycho-Hexe. Schlagt ihren Kopf ab. Damit gehen sie. Sie machen das kleine bisschen Charme zunichte, das ich habe. Meine Fans, meine geliebten Fans, was für eine Überraschung. Hey, wie kann ein Wahrsagerin überrascht sein? Ich meine, was für eine nette Überraschung für euch, dass ich die Zeit gefunden habe, euch zu treffen, was mir nicht allzu schwer gefallen ist, da ich ja wusste, dass ihr kommen würdet. Das Auto ist zur Hälfte Schrott, jetzt fehlt nur noch das Motto. Na, Packung Nüsse, sehr schön. Devin hat seine Knabbereien verloren. Fallen das hat er wahrscheinlich auch. So, sehr schön. Dann gehen wir mal hier lang. Die Nuss passt perfekt. Ich würde aus diesem Ding zum kleinen geraden Ton herauskriegen, aber ich kann es immer noch als riesiges Blasrohr benutzen. So, Nusskanone. Gruß und Nuss. Zögerliches Knabbern. Also, was ist 8 minus 3? Korrekt. Hast du das drauf, Marv? Ist im Kasten. Es wurde auch Zeit. Danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Das war Dick Bigmans Frühstücksplausch für einen gelungenen Start in den Tag. Alles klar, räumen wir die Bühne. Jetzt wird das Zeug geschnitten. Als Live-Sprung. Wir sind auf einem guten Weg zu einer echten Talkshow. Der Kaffee ist anscheinend separat erhältlich. Okay. Diesmal hältst du mich nicht davon ab, sie anzufassen, Marv. Was machst du denn da mit dieser unschuldigen Kamera? Gar nichts. Okay.
du dann mal hier rein. Ein Tresor. Da steht Le Max Sachen. Hände weg, der Tresor ist abgeschlossen. Und Kammer und Schlüssel. Also was haben wir hier? Sieht aus wie eine Tasche. Sollten wir ihr wohl bringen. Gegenstand erhalten, Tasche. Hier ist noch eine Kamera, falls du sie anfassen willst. Nein, danke, ich hatte meinen Spaß. Bist du sicher? Ziemlich sicher. Auf dem Etikett steht, löst man in ca. 20 Minuten. Oh, Kacke. Rätsel. Hexolub. Todesanzeigen für magisch Bewanderte. Zum Transportieren von Medien und anderen Mystikern. Auf dem Etikett steht zum Schmuggeln von Interviewopfern. Ja. Dann können wir wohl mal. Dann werden wir mal. Notfalltaschen, Madame Lemek. Hier, bitte. Gut, und jetzt nichts wie weg hier. Und zwar schnell. Da fahren sie. Also gut, wohin fahren wir? Ich weiß, dass sie diesen ganzen übernatürlichen Kram für Unfug halten. Und manches davon ist tatsächlich Unfug und reine Selbstdarstellung. Aber Twin Lakes ist eine besondere Stadt. Sie werden es mir nicht glauben, aber hier sind gewisse Kräfte am Werk. Einige von uns kennen einen Ort, an dem wir diese Kräfte nutzen können, um Kontakt zu Leuten aus der anderen Seite aufzunehmen. Dieser Ort kann dir helfen, Ludi zurückzuholen. Ich kann ihnen nur helfen, ihn zu finden. Zurückholen müssen sie ihn schon selbst. Das werde ich. Ich muss nur wissen, wo er ist. Da ist sie, die Telefonzentrale. Als ich das letzte Mal hier war, waren hier nicht so viele Vorsicht, Abriss, Arbeiten, Schilder. Das heißt nichts Gutes. Ich liebe die gruselige Stimmung hier. Nächstes Mal bringe ich ein paar Klassenkameradinnen für eine Runde Wahrheit oder Pflicht mit, die wir danach bitter bereuen werden. Eine Mitteilung der Stadt, dass die Menschen dank des technischen Fortschritts bald nicht mehr miteinander sprechen müssen. Da ist nicht viel drin, nur Absperrband. Absperrband, yay. Und wir haben noch den Kristall. Das ist der Ort. Ich hoffe, diese Leute haben hier nicht alles kurz und klein geschlagen. Ich meine, ich sehe, dass sie das vielleicht nicht getan haben. Das Büro ist abgesperrt. Haben wir hier irgendwo einen Schlüssel? Eingang zur Telefonzentrale. Taiwes. Ihr solltet nicht hier sein. Drei Leute und nicht ein einziger Schutzhelm. Und ich könnte jeden Moment einen Strahlträger auf den Kopf fallen. Was wollt ihr dann tun? Okay, aber wenn ihr einen Stahlträger auf den Kopf fällt, ist der Helm dann auch scheißegal. Ihr würdet die Stadt verklagen. Glaubt ihr, Twin Lakes kann sich so einen Prozess leisten? Die Stadt kann sich nicht mal Anwälte leisten. Solltet ihr mal die Clowns in der Rechtsabteilung sehen. Das Gebäude wird also abgerissen. Ja, es wird noch heute dem Erdboden leicht gemacht. Bumm. Hehe, das wird ein Anblick für die Götter. Okay, vielleicht können wir absperren. Packst du damit auch manchmal Geschenke ein, wenn es schnell gehen muss? Oh, ständig. Das kommt nicht sonderlich gut an.
Mit Tatort Band. Okay. Hey Pfoten weg, ihr habt keine Befugnis, das anzufassen. Ich muss dieses Gebäude wohl evakuieren, wenn ich mir die Telefonzentrale genauer ansehen will. Warum wird das Gebäude abgerissen? Veraltete Technik, nehme ich an. Wir haben den Befehl von oben, das Ding abzureißen. Dann reißen wir es ab. Ich glaube, wir müssen uns keine Gedanken darum machen, ob der Strom ausgefallen ist oder nicht. Genau deshalb solltet ihr hier nicht sein. Ihr seid ein wandelndes Sicherheitsrisiko. Kaputtes Kabel. Das Gebäude sieht nicht so aus, als würde es noch lange durchhalten. Okay, wir gehen mal hoch. Was war das? Auge für Details. Errungenschaft. Was war da? Was war was? Okay, Antenne. Die Antenne sendet das Signal Morsecode aus. Als Vertreterin der Wissenschaft kann ich diese Charakter dieser Technologie bestätigen. Die Antenne sendet das Signal im Morsecode aus. Also, ja. Mann bei der Arbeit. Hast du das gesehen? Das war definitiv ein Geist. Ich spüre hier oben eine seltsame Energie. Mein Werkzeug kann ich dir nicht geben, brauche für meine Arbeit. Haben Sie mit einem Geist gesprochen? Ha, Geist? Ha, Witzbold. Ein Geist, Doktor. Die Fangschüssel nimmt alle Geräusche in der Umgebung auf und gliedert sie in Anrufe und geheime Botschaften auf. Aha. Und nun? Tja, was machen wir jetzt hier weiter? Manchmal ist der einzige Weg zurück. Kraft des Gesetzes erkläre ich den Zutritt diesem Ort für verboten. Ich habe mir den Titel Inspektoren lizenzieren lassen, um Geheimnisse auf meine Art zu lösen. Aber bei all diesem Missbrauch polizeilicher Macht habe ich langsam das Gefühl, dass es einfacher wäre, Polizisten zu werden. Alle raus. Zeit für Tee. Ich setze das Wasser auf. War das Gel der Geist auf aus dem Bibliot? Ah, Detektiv, warum ist das Gebäude hier abgesperrt? Wegen versuchten Mordes an der Telekommunikation. Siehst du, wir haben beide unsere Geheimnisse. Dress ist drin. Das Büro sollte jetzt offen sein. Okay. Satie ist so stark, dass er boromänische Ringe auf dem Tisch verewigt hat. Das ist noch gar nichts. Gary hatte mal ein paar Baupläne mit einem kabbalistischen Lebensbaum befleckt und einen Engel beschworen. Okay. Habt ihr schon mal versucht, einem Engel einen Schutzhelm aufzusetzen mit den ganzen Flügelchen und dem Heiligenschein? Ein Ding der Unmöglichkeit, das kann ich euch sagen. Wasserkocher. Der alte Wasserkocher, ich würde euch ja einen Kaffee anbieten. Ich habe Tee gemacht. Und den kann ich euch nicht anbieten. Tut mir leid, die Stadtverwaltung hat nur eine Tasse pro Baustelle bewilligt. Oh Gott.
Da drin lagern wir unsere Ziegelsteine. Hier wird der Mörtel gelagert. Eine Liste eurer bisherigen Verstöße gegen die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien. Kann ich helfen, Detective? Vielleicht, aber zuerst muss ich mich noch ein bisschen umsehen. Ich würde euch gerne einen Stuhl anbieten, aber wir haben nicht genug davon. An regnerischen Tagen muss Gary auf meinem Schoß sitzen. Ah ja. Das sind Bilder, die meine Kinder für mich gemalt haben. Ich würde sie ja hier überall aufhängen, aber es wäre wegen der Brandgefahr unverantwortlich. Deshalb habe ich sie feinsäuberlich gestapelt. Nur für Mitarbeiter, tut mir leid. Oh, versteckt ihr dort die geheimen Pläne? Was? Aber nicht doch. Wir klettern dort hinein, wenn wir etwas Privatsphäre brauchen. Ja. Hier drin ist es gemütlich, das gefällt mir. Das Feng Shui an diesem Ort stimmt nicht. Gegen eine kleine Gebühr verschiebe ich gerne ein paar Möbel. Ah ja. Ich glaube, dieser Plan ist noch nicht zu Ende gedacht. Vielleicht braucht jemand ein besseres Feng Shui. Okay, vielleicht können wir den Kristall oben mit der Antenne benutzen. Nur ein paar Werkzeuge. Oh, und was ist das? Verdächtige Adresse. Ein hastig aufgeschriebene Adresse unten bei den Piers. Ich frage mich, was sie das damit auf sich hat. Ich kenne diesen Ort. Die Leute versetzen dort ständig irgendwelche seltsamen Dinge. Ich spüre, dass sie den vielen Teil dieses Busses sind. Okay, vielleicht sollten wir mal zur Adresse fahren. Ich soll zuerst herausfinden, was es mit der Adresse auf sich hat. Oh, dort lasse ich meine Wäsche waschen. Ich kenne ihn nicht selbst, aber Gary musste dort neulich etwas hinbringen. Okay, die Wäsche. Tja, die wollen uns also nicht antworten. Das hatten wir schon. Tja, ich würde mal gerade sagen. Wir machen eine kurze Streampause und dann sehen wir uns gleich nach einer Stunde wieder. Dann spielen wir hier weiter und lösen diesen Fall. Ja, bis gleich.
Thank you.
So, weiter geht's. So,
Pausenzeiten einzuhalten, ist nicht immer. Das ist nicht gut in meiner Stärke. So, weiter geht's. Bin ich wieder live? Ist das hier? Sekunde, mein Laptop hängt gerade. Ja, ist wieder. Was ich ganz vergessen habe, ist hier das können wir uns jetzt angucken, wo jetzt keiner mehr drauf guckt, was wir machen. Und das mal angucken. Das ist das Gerät, aber sie scheinen es auseinandergenommen zu haben. Die Kabel fehlen, das sind nur, die sind notwendig, um die Verbindung zwischen dieser Welt und der anderen herzustellen. Es sollte irgendwo ein Darkseid-Telefonbuch geben, in dem wir das nachsehen können, wo wir anrufen müssen. Ohne Sendeempfänger lassen sich keine Nachrichten senden oder empfangen. Sie müssen die fehlenden Dinge finden, um ihre Freunde zu erreichen. Können Sie mir sagen, wie ich sie finde? Nein, aber mit Ihrem Spürsinn werden Sie es sicher herausfinden. Wenn Judy hier wäre, würde er fragen, ob etwas Essbares in der Maschine ist. Mampf. Es ist das Gerät, aber sie scheinen es auseinandergenommen zu haben. Ah, okay. Was hatten wir schon? Gut, wo finden wir jetzt Kabel? Wie ich sehe, haben sie schon einige Dinge von hier weggebracht. Wir müssen sie für unsere Ermittlungen aufspüren. Haben sie Aufzeichnungen darüber, wo sie hingebracht wurden? Natürlich, ich habe ein Protokoll, in dem das alles eingetragen ist. Gegenstand erhalten, Protokoll. Oha. Okay, vielleicht können wir jetzt hiermit. Frage mich, ob das fehlende Objekt aus dem Protokoll sich an dieser mysteriösen Adresse befindet. Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Markieren wir die Adresse auf der Karte. Ich sehe in eurer Zukunft, dass ihr viel herumlaufen werdet. Also warte ich hier und sorge dafür, dass das Gebäude nicht abgerissen wird, bevor ihr hier fertig seid. Aha. Wir werden also viel rumlaufen, das freut mich außerordentlich. Also, wo beginnen wir mit der Suche? Telefonzentrale, Schrottplatz, TV-Sender, Pier 13, Auktionshaus. Ich dachte zum Schrotthaus, das ist denn da ist das. Das hieß doch, dass wir da Sachen finden. Ein Schild. Da steht Vorsicht vor dem. Das Wort Hund wurde durchgestrichen und handschriftlich durch Tier ersetzt. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja. Ja, nicht so. Oh, die Gremlinge hier wieder. Grams. Nein, meinte Mann ist zurück. Taschen stinken gefällt mir nicht. Diese Typen, ich dachte, die wären hinter Schloss und Riegel. Sind das Gremlins? Ich meine echte Gremlins, die alles kaputt machen, was sie hier anfassen? Das sind sie. Ludi und ich haben sie in einer magischen Urne auf dem Revier eingeschlossen. Keine Ahnung, wie sie hergekommen sind. Rieche Essen. Zieh es raus. Ich glaube, sie haben Hunger. Zieh, summ, spüre Finger nicht mehr. Offenbar geht immer noch alles kaputt, was du anfasst. Massaker. Ob ich ein Pferdegeist daran festbinden kann, damit es wieder fährt? Ich wurde mal angeheuert, um einen Geist aus einem Truck zu vertreiben. Wie sich herausstellt, haben nur ein paar Tauben
daran gebrütet. Es waren zwar Geistertrauben, aber es gibt spannende Aufträge. Da drin ist ein Waschbärfamilie. Sie scheint nicht erfreut über unser Kommen zu sein. Vertraut aussehende Kiste. Auf dieser Kiste steht Dorkseitmüll. Hey, da sind meine Sachen drin. Mein King muss unseren Feierabend mitgeworfen haben, als die Abteilung geschlossen wurde. Das könnte vielleicht auch erklären, warum die Gremlins hier sind. Aha. Als Lösungsmittel. Eine halbleere Dose mit Lösungsmittel. Bald wird sie ganz leer sein. Das brauchen wir bestimmt noch. Familienwagen. In meiner Kindheit hatten wir auch so einen. Ich hätte niemals in diesem Alter fahren dürfen. Ah ja. Karton mit verdorbenem Essen. Doofe alte Frau, gibt's gutes Essen, will verdorbenes Essen, wie es sich für Schrottplatz gehört. Weg der Langfinger, Grams zieht keine Hose mehr an. Würde es helfen, wenn ich sage, dass er damals bewusstlos war? Piep, 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 mich wie eine Piepmaschine. Okay. Da sind die Kabel. Und da werden sie geschrottet. Oh nein, sie werden zerstampft. Wir müssen diese Maschine aufhalten. Da sind sie, aber durch den Zaun komme ich nicht ran. Magnet. Hat es jemals eine Nadel mit einem in einem Heuhaufen suchen sollte, was ich jetzt wohin ich den Heuhaufen bringe. Ein tragbarer Heuhaufen? Ist das wirklich so viel absurder als Gremlins oder Portale zu einer unheimlichen anderen Welt? Geschlossen. Nur für Mitarbeiter. Entschuldigung. Tut mir leid, ich kann Sie nicht hören. Der Druckaufbau in den Kolben für den nächsten Stampfer ist zu laut. Verdammt, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen diese Maschine so schnell wie möglich auch stoppen. Crushing. Wie ist Crushing Maschine? In dem Kolben der Maschine baut sich gerade der Druck für den nächsten Stampfvorgang auf. Wir müssen diese Maschine irgendwie kaputt machen, bevor sie die Kabel zerstampft. Und wie sollen wir das machen? Wie sollen wir so etwas Großes kaputt machen? Keine Ahnung, aber irgendwo auf diesem Schrottplatz müsste sich doch was finden lassen, was wir dafür verwenden können. Wie wäre es mit dem Magnet? Okay, so wird das nichts. Ein Stück einer kaputten Säule. Der sieht noch funktionstüchtig aus. Wie können wir ihn retten? Vielleicht können wir den Kühlschrank nehmen. Vielleicht den Druckzeitmüll. Sehr einladend. Okay, was machen wir? Frage mich, was damit passiert ist. Okay. Den einsprühen können wir auch nicht. Okay. Was
die Tür einsprühen, um da durchzukommen. Was Großes zum kaputt machen. Okay. Ein Kühlschrank, das wäre was. Okay, nach hinten können wir nicht. Jetzt ein Pfeil, der nach dort zeigt, aber wir können nicht nach dort. Okay. Denk nach, zwei hier. Das bringt doch alles irgendwie nichts. Falls ich immer. Okay, ja, okay, die Magnet, dann. Warnlicht. Warnlicht für alle, die durch das riesige Metallmonster durch den Klang der Zerstörung noch nicht ausreichend alarmiert sind. Also so nicht. Müssen wir vielleicht irgendwas von einer anderen Stelle mitbringen oder? Tja, wir hätten hier noch mehrere Orte, wo wir hin konnten. Vielleicht gehen wir erstmal zum Auktionshaus. Vielleicht finden wir dort Sachen, die wir. Mit denen wir das. Die. Den Schrottplatz vernichten können. Wir haben einen Verkäufer. Schimmelige Sandwiches, angebissene Hotdogs, steinharte Haferbrei. Nehmen Sie Ihre dunkelsten Essgelüste aus. Aha. Schon nächst bester Lieferant für verdorbene Lebensmittel. Ernsthaft? Und die Leute kaufen das? Besucher von Auktionshäusern mögen alte Dinge. Warum also nicht auch altes Essen? Ich verkaufe hochwertige Gerichte aus den Mülltonnen der feinsten Restaurants in Prinden Lakes zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises. Hier probieren sie ein paar vergammelte Pizzastücke. Geht aufs Haus. Danke. Alte Pizza. Warte, die Gremlins, die wollen doch, die wollen alte Pizza. Die wollen altes Essen. Der hat gesagt, dass er hier. Okay, der hat gesagt, dass er keine Hose mehr anziehen will. Und irgendwo wurde gerade gesagt, dass die Gremlins nur alte Sachen haben wollen. Können wir vielleicht die Gremlins irgendwie damit anlocken, dass wir hier. Ah, okay. So, Pizza verteilt auf der Maschine und die Gremlins nehmen sie auseinander. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich an die Kabel komme. Nicht so schnell. Hey, das war nicht fair. Geben Sie sie zurück. Nein, ich habe es satt, dass diese Kerle meine Maschinen kaputt zu machen. Wenn Sie die Kabel wollen, besorgen Sie mir ein robustes Gerät, nämlich das Ding wieder zurück zuverlässig läuft. Okay, ein robustes Gerät. Es ist eher sicherer, wenn auch weniger aufregend. Wir besitzen schon ein paar identische Sachen. Frag mich, was dann passiert ist. Ob diese Kiste steht zur Hochzeit,
Okay, wo, wie habe ich das gerade getriggert? Okay, zurück zum Auktionshaus, vielleicht finden wir da ein großes Ding, was ihm hilft. Wie viel bekomme ich für dieses Fabergé, für diese Fabergé-Eiche? Mal sehen. Diese Farbgebung, diese feinen Details, die warten. Warten Sie bitte kurz. Sie ist gefälscht. Die Anzahl der Schuppen auf dem Fruchtbecher stimmt nicht. Oh, das kann ich korrigieren. Kein Problem. Ich mache einfach noch ein paar dazu. Sind schon zu viele. Ja, ja, natürlich. Ich entferne ein paar, würde ich sagen. Aber da ich jetzt weiß, dass es eine Fälschung ist, will ich sie Ihnen nicht abkaufen, selbst wenn sie täuschend echt aussieht. Oh je, Sie machen mich fertig. Na gut, schon verstanden. Sie können sie mir nicht abkaufen, das sehe ich ein. Aber ein Zwillingsbruder, er sieht genauso aus wie ich. Außer dass er einen echten Schnurrbart trägt. Würden Sie sie ihm abkaufen? Bitte gehen Sie jetzt. Ach so ein Mist, ab in den Müll damit. Sieht aus wie das Buch, das wir brauchen. Es weist das verwitternde Kritze eines Darkseid-Artefakts auf. Bei all den Sicherheitsvorkehrungen kann ich es unmöglich einfach mitnehmen. Ich muss wohl etwas finden, womit ich es ersetzen kann. Ein paar Seiten würden reichen. Hatten wir nicht das Protokoll, was wir hier rein einfügen können? Ein Schwert. Aus einem Stein in England gesägt. Das erklärt die fehlende Spitze. Die erste Trophäe der Welt, vergeben an den Künstler, der die Trophäe entworfen hat. Das ist angeblich der gehörnte Schädel eines Kobolds. Dieses Gemälde sieht aus wie wir beide an einem grünen, nebligen Ort. Ich würde es nicht zu lange anstarren. Elmer müsste jetzt das Ding sein. Wenn er sich schon in den Müll schmeißt, können wir sie auch mitnehmen. Nehmen Sie immer Dinge aus dem Müll? Oh ja, das meiste davon ist zu nichts zu gebrauchen. Ich habe jede Menge kaputte Glühbirnen, alte Kaugummis und Kassenzettel in meiner Tasche. Oh, ich habe bei allen guten Waschsalons verbot. Okay, Fabergé-Eiche. Was machen wir mit einer Fabergé-Eiche? Eine Büste. Es ist mir vorher nie aufgefallen, aber du siehst Cäsar ziemlich ähnlich. Et tu, Raxa? Dieses Seelengefäß enthält 7 Seelen, darunter eine sehr gute, 2 sehr böse. Für Heimsuchung durch Geister auf das Gesicht auflegen. Das ist zweifellos ein Gemälde. In der Tat, was immer es darstellen soll, ist es äußerst gelungen. Ja, Auktionshaus verlassen. Zum Geburtsraum. Okay, hier bietet gerade keiner. Das Auktionspodium, das ist wahrscheinlich der einzige Ort, in dem ich Seiten des Buches in die Finger kriegen kann. Wenn wir etwas haben, womit wir sie ersetzen können, könnten wir das hier tun. Das Auktionspodium. Es ist wahrscheinlich der einzige Ort, an dem ich seit das Buch. Dies wäre super für Videospiele geeignet. Stell dir vor, wie scharf unsere Pixel darauf wären. Wird der heute versteigert? Nein, der gehört zur Einrichtung. Das ist unverkäuflich. Schade, dann werden wir wohl alle nicht erleben, wie mein viel zu niedriges Gebot sofort überboten wird.
Nicht schon wieder, hören Sie. Die Auktion findet erst statt, wenn der Auktionator zurück ist. Zurück, wo ist er denn? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist er zu einem der Piers gefahren, um Kekse der oder sonstige verantwortungslosen Müll zu holen. Okay, jetzt sind Piers. Zu den Piers. Hey, da ist nur für Auktionatoren kein Hammer, kein Zutritt. Okay, wir sollten mal zu den Piers. Oha. Mal sehen, warum jemand diese Adresse aufgeschrieben hat. Bestimmt hat es etwas mit geheimem Schwarzmarkt hier zu tun. Mit was? Mit nix, Mr. Detective. Der arme Vogel sieht wütend aus. Wahrscheinlich haben ihn diese Roboter die Arbeit weggenommen. Rettungsring. Ein angemalter Metallreifen. Ich glaube nicht, dass er sich als Rettungsring eignet. Roboter-Tierverkäufer. Was kann ich für Sie tun? Suchen Sie einen mechanischen Mitbewohner, einen kybernetischen Kameraden oder einen Roboter-Romanzer? Wir akzeptieren Zahlungen per Bargeld, Kreditkarte, Scheck, Fleisch, Beeren, Honig in jeder Form und Haferbrei, vorausgesetzt die Temperatur stimmt. Vince. Du kennst mich doch, Vince. Ich bin der letzte Mensch, der so etwas wie eine Meinung oder gar eine Agenda hätte. Wir haben uns doch gerade erst entfernt, kennengelernt. Woher sollte ich so etwas auch haben? Etwas von der ganz normalen Menschenschule, die ich besucht habe? Nein, nein. Ich gehöre nicht zu dieser Sorte bei Mensch. Aber Tiere sollten überall frei herumlaufen dürfen. Meinst du nicht? Damit hungrige Bären sie jederzeit fressen können. Es ist nun mal der Lauf der Natur. Ganz unten die kleinen, saftigen Tiere, in der Mitte wir gewöhnlichen Zweibeiner ohne Fell und ganz oben der majestätische Bär, der essen kann, was er will, ohne Angst vor Konsequenzen. Aber was ist mit Menschen wie mir oder dir, wirst du jetzt fragen. In unserem Nicht-Bären-Leben herrschen Gähne der Leere. Bis auf meinen kleinen Kameraden, der mir Gesellschaft leistet. Hey! Und hier, Vince, kommen meine Robotertiere ins Spiel. Programmiert auf Liebe und Zuneigung, ohne rücksichtsloses Benehmen, schlechte Toilettenmanieren und Unzugänglichkeit für hungrige Bären. Eine Win-Win-Situation. Okay, das hatten wir schon. Das sind Turteltäubchen. Sie sind ausschließlich aufs Turteln programmiert, ganz ohne lästige Gefühle und dergleichen. Diese kleine Äffchen hat ein schönes neues Zuhause verdient. Können Sie nicht? Wenn seine Artgenossen irgendwann den Planeten beherrschen, werden sie froh sein, einen von ihnen auf ihrer Seite zu haben. Nicht anfassen, sonst bringen sie den ganzen Pier vom Kurs ab. Ah ja. Nur ein Beispiel für den top modernen Technik, die wir hier anbieten. Na, gefällt Ihnen das? Es ist heute im Sonderangebot. Wie lautet das Angebot? Ich sag einfach, eine Hand wäscht die andere. Bin ganz Ohr. Wie Sie tragen Sie einen Besucherausweis für LTL-TV. Und ich habe vorhin Ihren Anruf im Fernsehen gesehen. Ich will auch ein bisschen Sendezeit für mein Geschäft. Also habe ich einen Werbespot aufgenommen. Sie sorgen mit Ihren Medienkontakten dafür, dass er ausgestrahlt wird und dieses dubiose Gerät aus dem Ausland gehört Ihnen.
Ich werde sehen, was sie machen lässt. Abgemacht, dann können wir uns jetzt gegenseitig die Hände waschen. Sagen wir, ihre Linke wäscht meine Rechte. Mit der habe ich nämlich vorhin ein paar unappetitliche Waren angefasst. Aha, VHS. Okay, der Plan ist klar. Wir bauen dieses Ding. Sowjetische Gerät. Damit lässt sich die Maschine wieder auf dem Schauplatz antreiben. Und dann machen wir so weiter. Würden Sie einen beinahe voll funktionstüchtigen Fernseher kaufen? Nein. Moment mal, Detektor, was bedeutet beinahe voll funktionsfähig? Bis auf den Einschaltknopf funktioniert alles. Wie viel wollen Sie dafür? Willkommen bei Marks IT. Ich repariere alles, was nicht allzu kaputt ist. Schwarzmarkt, illegale Kneipe und Steakhouse gleich hinten unter dem Namen. Was war das am Ende? Gar nichts. Ich habe nur gehustet. Verzeihung, ist das der Weg zum geheimen Schwarzmarkt? Es kommt darauf an, ob Sie das Passwort kennen. Passwort? Oh, Sie kennen es. Treten Sie ein und amüsieren Sie sich, mein Freund. Und nicht vergessen, keine Bullen. Was ist er, Detective? Der Schwarzmarkt von Tunex. Was soll ich mir wünschen? Connor. Wie schön. Ganz viel Geld, ewige Jugend, Weltfrieden. Das klingt alles nicht schlecht, aber ich will eigentlich nur einen riesigen Pudding. Groß genug, um da zu schwimmen. Ich hoffe, das Pudding-Monster bleibt und uns erspart. Wünsch dir was. Ich wünsche mir, dass ich Wünsche erfüllen kann. Wahrsagautomat. Ruhe auf den billigen Plätzen. Solta ist im Begriff, mächtige Weisheit zum Besten zu geben. Deine Glückszahl ist Trachto. Deine Geheimzahl ebenfalls. Psst. Ja. Glückskekse. Was? Nico Semsrott war hier? Er hat jemand geklaut? Plagiatismus. Unglückskekse. Ich habe es gar nicht gelesen. Ich habe es erst gelesen, als der Text kam. Unglückskekse. Ach du Scheiße. Ich sag Nico Semsrott Bescheid. Das gibt Ärger. Der Glückskeksmarkt ist das reinste Haifischbecken. Deshalb habe ich mir hier meine Nische geschaffen. Sie, ich dachte, wir hätten diesen Ort gegen Leute wie Sie abgeschottet. Und wenn ich Leute wie Sie sage, meine ich ganz allein. Wenn ich Sie ganz allein. Was sind Unglückskekse? Ich bin ja mal gespannt. Kekse für die pessimistische Kundschaft. Am besten spült man sie mit einem halbleeren Glas Milch runter. Was mit Ihrem Laden passiert? Er ist nach ihrem Besuch auf mysteriöse Weise abgebrannt, aber zufälligerweise vor der Ankunft der Polizisten, die sie zur Durchsuchung losgeschickt haben. Das Universum steckt voller Zufälle, nicht wahr? Machen wir das nochmal hier. Wird ja gleich mal getwittert hier. Gleich mal ein Shitstorm für das Spiel. Ja, auf Nimmer wiedersehen. Hingende Teile. Was ist das für ein Ramsch? Ach, dies und das, magische Dinge, die Sie nicht verstehen würden. Sie wissen es selbst nicht, oder? Nein, keine Ahnung, ob irgendwas davon zu irgendwas zu gebrauchen ist. Ich kaufe die Dinge billig ein und verhökere sie hier mit einem saftigen Aufschlag. Kapitalismus ist die einzige legale Form von Diebstahl. Mal sehen. Letzte Woche wurden denn Loszahlen gezogen. Wenn du gespielt hättest du gewonnen.
Sie? Ich dachte, wir hätten uns an den Ort. Okay. Das hatten wir schon. Sendeempfänger. Der Sendeempfänger. Sie haben ihn gekauft. Was haben Sie dafür bezahlt? Geben Sie ihn mir. Auf keinen Fall. Die Polizei hat hier nichts zu melden. Der Schwarzmarkt ist neutrales Gebiet. Das glaube ich kaum. Vielleicht nicht hundertprozentig neutral. Fassen Sie das nicht an. Aus ganz normalen Gründen, die mir nicht ins Gefängnis bringen. Wollen Sie eine goldüberzogene Katze kaufen? Sie bieten eine Affenfutter an? Natürlich, wie soll man einen Fluch loswerden, ohne ihn weiterzugeben? Davon abgesehen kann ich Sie für diesen keineswegs verfluchten Linksfinger. Wer ist dann, junge Dame? Über was für einen Fluch sprechen wir? Raxa. Es sind das indizierte Bücher. Wenn ich sie verkaufe, sind sie legal. Das ist das Gesetz. Braten im Ofen, was schwangere Hexen erwartet. Okkultismus am Arbeitsplatz. Verwandeln sie ihr Büro in ein Beschwörungszirkel. Selber schuld, zaubern auf eigene Verantwortung. Das klingt alles ziemlich verdächtig. Ja, aber Sie sind ein Polizist. Sie werden dafür bezahlt, verdächtige Dinge zu finden. Mikey King? Aha, was treibt er hier? Ja, das werden wir. Und ich bin verdammt gut dran. Oh, hallo bei King. Wen haben wir denn da? Detective Mac ohne Partner. Du weißt aber Schwarzmarkt Bescheid. Ha, natürlich, alle coolen Typen in Twin Lakes wissen darüber bestens Bescheid. Kein Wunder, dass du keine Ahnung davon hattest, du Langweiler. Du weißt, dass hier alles illegal ist, oder? Dann heißt es ja auch Schwarzmarkt. Du bist dermaßen in das Gesetz vernarrt, du solltest es heiraten und mit einer kleinen rundherum legale Familie gründen. Warum bist du hier? Rechts von dir gibt's die besten Kekse der Stadt. Die sind so gut, dass die Leute dafür ewig in der Schlange stehen. Und wenn sie nicht gerade knallharte Polizisten sind und die Kekse von anderen Trotteln beschlagnahmen. Haha. Und bevor du auf die Idee kommst zu fragen, nein, ich gebe dir nichts davon ab. Hol dir deine eigenen. Ich wette, du machst Wartenschlangen. Erst heiratest du das Gesetz und dann gönnst du dir eine Affäre mit einer Warteschlange. Das passt zu einem Langweiler wie dir. Sind wir hier im Kindergarten? Ich weiß nur noch nicht, wo er ist. Marasa und ich werden ihn finden. Dann wirst du ganz schön dumm aussehen. Ich glaube nicht, dass jemand mit so einer Frisur überhaupt dumm schauen kann. Sie hat es erfasst. Nicht auch noch du, Raxa. Achselzucken. Übrigens, Mac Queen. Ja? Ich. Das haben wir jetzt überblättert. Zum Kai. Zum Bazar. Hände aus zweiter Hand. Die sich wie neu anfühlen, als frisch vom toten Acker und garantiert organisch. Okay. Wofür stehen all diese Leute an? Anscheinend für mehrere Sexenkekse. Ich weiche den Meereshexenkäse. Keine Nässe, kein Geschmack. Was für ein finsterer Einblick ins Schild. Wir drehen uns mal vor. Du bist der nächste, Schätzchen. Was darf es sein? Ich würde sie am liebsten alle kaufen. Ich werde dich nicht davon abhalten. Haha, ich meine, wenn ich es mir leisten könnte. Du hast doch bestimmt irgendwelche Wertanlagen, oder? Auto, Haus, Familie, irgendwas lässt sich immer zu Kohle machen. Oh, haha, ich kann die Sachen doch nicht einfach verkaufen.
Du musst dir nur die Frage beantworten, was dich glücklicher macht. All dieser spießige Kram oder unsere leckeren ofenfrischen Kekse. Ich bin überzeugt. Hier stimmt doch was nicht. Ganz und gar nicht. Die Kekse schmecken einfach magisch. Wie ein Kuss vom Mädchen deiner Träume. Oder die erste Achterbahnfahrt. Oder der erste Kuss in einer Achterbahn. Oder... Menü, Meeresfrische, Minzbonbons, Salzlaugenplätzchen, Karamell, Meersalz, Kekse, Salzhäppchen und Tsunami-Küsse. Die Kekse sind leider alle vorbestellt. Wenn ihr eure Daten und eine gesalzene Anzahlung hinterlasst, kommt ihr bei der nächsten Ladung dran. Vielleicht später. Hexe mit muskulöse Hexe, blaue Hexe. Ah, ja. Keine Gratisproben. Ihr müsst euch genauso in die Schlange anstellen wie die ganzen anderen teure Kunden. Hey, Hände weg, du Langfinger. Gut mal, Mädels. Ein aufrechter Mann des Gesetzes. Können wir irgendwie helfen, Detective? Nein, ich sehe mich nur um. Sich umsehen ist Polizei. Sprachgefühl schnüffeln. Aber nichts doch malessant. Der freundliche Mann und seine verirrte Freundin haben bestimmt keine bösen Absichten. Ich bin nicht verirrt. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Schätzchen, du siehst aus, als könntest du in deinem Leben ein bisschen Disziplin und Führung brauchen. Vielleicht solltest du den Meeressexen beitreten und dein Leben der Mutter der Tiefe verschreiben. Mutter der Tiefe? Metaphorische Göttin von uns allen. Und natürlich die leibhaftige Göttin in der Tiefe des Meeres, die auf den Anstieg des Meeresspiegels wartet, um alle zu ertränken, die sie im Stich gelassen haben. Möge sie sich bald erheben. Danke, ich verzichte. Tja, selbst schuld. Ich hoffe, du kannst schwimmen, Schätzchen. Bonny, bist wohl einer eher von der ruhigen Sorte. Mama sagt, ich soll nichts zu Polizisten reden. Mama hat damit unbewusst Sexismus betrieben. Ich bin mir sicher, dass sie Polizistinnen mitgemeint hat. Faceball. Was suchst du hier? Ein Holzkopf wie du, der nicht weiß, wo er schnüffeln soll, hat keine Augen verdient. Habt ihr gehört, die nächste Ladung ist bald soweit. Hat auch verdammt lange gedauert. Verflixt lange, Millicent. Im Meer ist kein Platz für Leute, die böse Wörter benutzen. Ein Schritt weiter und ich spiele dich wie ein Akkordeon, Freundchen. Ja. Nimm jetzt eine Eichel. Eine falsche Fabergé-Eichel. Okay, wir müssen zum TV-Sender und hier mal. Schneiderraum betreten. Okay, wie kommen wir hier rein? Im Schneiderraum. Dass wir die VHS einlegen können und dann dort. Ja, nur einmal sind leer. Wo können wir die VHS abspielen?
Gut, zurück zum Pier. Oh, hier gibt's eine Gasse. Oh. Hi, Hagrid. Gut, Tame Charlie. Hey, Kleiner. Bist du auf der Suche nach ein bisschen Spaß? Ich heiße Charlie und unternehme gern Dinge mit anderen Leuten. Du bist auf Fallschirm springen, frag deinen alten Kumpel Charlie. Du suchst einen Partner für einen gefährlichen Tauchgang. Charlie ist dein Mann. Du planst einen Geisterfahrt auf der Autobahn, um den Tod ins Auge zu blicken. Charlie ist dabei. Also sollen wir was unternehmen? Es geht leider nicht. Wir sind gerade beschäftigt. Ach man, keiner will mit dem alten Charlie abhängen. Mir ist so langweilig. Ich wünsche, ich hätte was zu tun, bis jemand auftaucht, der etwas unternehmen will. Wenn wir die Mülltonne bewegen könnten, könnte ich zum Lüftungsschacht gelangen. Dann mal los. Ist zu schwer für uns beide. Könnte Charlie nicht für uns das machen? Ich meine, ich könnte es machen, aber ich will es nicht. Das wären vielleicht 4 Sekunden Spaß für Charlie. Ich bin aber eher für den extremen Sachen zu haben. Die Mütter gibt mir gern Kick. Okay, was können wir machen, um ihn zu überzeugen? Und danach lasst ihr Charlie nur wieder alleine und langweilig hier rumstehen. Also wie soll Charlie sich die Zeit vertreiben, die Mülltonne bewegt ist und ihr wieder weg seid? Lasst mich hier nicht durchdrehen. Okay. Nicht dran, ich muss eine andere Möglichkeit finden. Brauchen irgendwas, mit dem wir ihn gut stimmen können. Können wir hier vielleicht irgendwo so und so, vielleicht irgendwas, was wir mir anbieten können. Und nochmal. Skizze. Ah, okay, wir gehen auf Schluss damit. Irgendwas. Was da hilfreich sein könnte, was ich hier gerade nicht miss ausschaut. Ich habe Schrottplatz. Eine kaputte Konsole. Junior hat auf einem Joy-Child gespielt. Und der Bildschirm scheint kaputt zu sein. Nur der Ton funktioniert noch. Kaputtes Joy-Child. Oh, vielleicht können wir das jetzt dem Typen ab hier geben. Meint der was zum Spielen? Oh, das hier gegen den Langweil helfen. Oh, das ist nett von dir, Kleiner. Aber ich weiß nicht, was ich mit einer kaputten Konsole anfangen soll. Jetzt müssen wir die noch reparieren oder was? Na, wie reparieren wollte ich die Konsole? Vielleicht kann der uns helfen? Können Sie das reparieren? Sieht aus, als hätte sich der Diskombulator gelöst. Ich muss ihn nur wieder befestigen. Hier, bitte.
Also kostet die Reparatur für Senioren wie Sie, mache ich das kostenlos. Ich helfe gerne alten Menschen, damit ich aufgenommen werde, wenn es bei mir selbst nicht so selbst so weit ist. Aufgenommen? Ja, wenn man das Rentenalter erreicht, wird man entweder im Kreis der Senioren aufgenommen oder man hat eben Pech gehabt. Denken Sie ein gutes Wort für mich an, ja? Ich bin aber noch nicht. Was soll's, danke. Ein funktionsfähiges Treasure Hier bitte. Das sollte dich bei der Laune halten, bis sich etwas Besseres ergibt. Oha, das ist aber ein lustiges kleines Ding. Wie kann ich mich bedanken? Könntest uns helfen, diese Mülltonnen zu bewegen? Schon erledigt, in 4 Sekunden. Sehr schön. Ich bleibe hier draußen und halte Wache. Das ist immerhin besser als die Ausrede von Duty. Das war keine Ausrede, ich will nur helfen. Okay, da werden wir hier in der Fabrik. Was zur Hölle ist hier los? Ich bin kein Konditor, aber ich glaube nicht, dass Kekse normalerweise so hergestellt werden. Also, wenn die Kekse aus dem Kot der Vögel hergestellt, Kisten mit Zutaten, die zu einem praktischen Fluchtweg aufgetürmt sind. Ah, ja. Es scheint mit Flüssigkeit aus den Rohren darüber gefüllt zu sein. Sie sehen aus wie Turteltäubchen. Sie krächzen einander liebliche Melodien zu. Ein Durchlaufofen, minderwertiger Plätzchenteig, wird dann gebacken und mit dieser Flüssigkeit besprüht. Hier werden gewaltige Mengen davon produziert. Die Kekse. Ich sollte welche davon mitnehmen. Für die Jungs im Labor. Nicht, dass wir ein Labor hätten. Statt mit dem Keks. Meeresechsenkeks, wie kann man damit was anfangen? Wie edle Jungfrauen verschreiben uns dem Meer und allem, was dort lebt. Wir schwören, den Tiefen verbogen leiten zu lassen. Damit jene, die damals auftauchen, das Land für sich beanspruchen können. Kekse für gute Taten zu verkaufen. Meereshexen wissen, dass sie dem Moral lieblich. Objektiv ist alles, was im Namen der Mutter die Tiefe geschieht, ist was zum Henker. Ist gut, richtig und gerecht. Haha, unser geheimes Labor funktioniert prächtig. Bald sind wir unermesslich reich. Ich liebe unser Labor. Falls es jemals irgendjemand entdeckt, verspeise ich ihn zum Frühstück im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sollte lieber nicht in diese Richtung gehen. Okay, ich gehe wieder raus. Okay, können wir hier noch irgendwas erreichen? Mann mit winzigem Hammer. Oh je, ich bin jetzt schon spät dran. Ist das der Auktionator? Dann kümmert mich das wirklich. Nein, ich bin unbedingt diese Kekse haben. Ein paar Kekse gefällig. Alte Schwede, wo haben Sie den denn her? Und was wollen Sie dafür? Kann ich mit Ihnen Ihren kleinen Hammer ausleihen? Ich muss ein paar Bilder aufhängen. Eigentlich sollte ich ihn nicht weggeben, aber mein Verlangen nach Keksen ist zu heftig. Hier nehmen Sie ihn, aber geben Sie sich damit nicht für einen Auktionator aus oder dergleichen. Das bringt Ihnen Probleme ein. Okay, Optionshammer haben wir hier. Wir können uns noch einen weiteren Keks holen. Okay, ich nehme nicht zu viel, sonst hört das jemand auf. Hat wahrscheinlich auch schon seinen Zweck erfüllt. Jetzt können wir bestimmt zum Optionshaus. Und hier durch. Hey, das ist nur für Optionatoren, kein Hammer, kein Zutritt.
Ich habe zufällig einen Hammer. Was ist das? Ein Auktionshammer, mein Auktionshammer. Ihrer? Meiner. Ich habe den Mantel, den Hammer und nötige Fähigkeit, sie zu beschwatzen. Ohne bisherige Erfahrungen eine Versteigerung abzuhalten. Bin zwar nicht restlos überzeugt, aber es müssen schließlich alte Dinge verkauft und reichlich Geld zufriedengestellt werden. Wenn wir ihnen nicht helfen, schleunigst ihr Geld loszuwerden, bekommen sie eine Geldvergiftung und fangen an, die verrücktesten Dinge zu tun. Arme Leute schikanieren, schamlos Lobbyismus betreiben oder Immobilien kaufen und vermieten. Wir verrichten das Werk Gottes. Okay, hinter die Kulissen. Ein Computer. Jemand versucht offenbar, das ganze Zeug online zu verscherbeln. Sowjetisches Handbuch. Installationsanleitung für ein altes sowjetisches Gerät. Dort steht, man braucht nur zwei Werkzeuge, einen Hammer und eine Sichel. Natürlich. Natürlich, was auch sonst. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Schraubenzieher auch nicht zu verkehrt wäre. Gegenstand halt ein sowjetisches Handbuch. Kisten, Flugblättern für Orte, die gar nicht existieren. Seitenweise Gedichte über Siebe und ihre Verwendung abseits der Küche. Das sieht aus wie eine Umzugskiste mit Hosen, die fälschlicherweise hier gelandet sind. Sind es wenigstens Hosen von Prominenten, die sich an berühmten Hintern geschmiegt haben? Nein, ich glaube nicht. Schade. Ein Webstuhl. Ein Webstuhl, in dem hübschen Noten geschnitzt sind. Sollst ihn mitnehmen. Was? Jetzt nehmen wir ihn schon. Wann kommen wir jemals wieder an so einen Ort? Willst du keine Souvenirs? Wenn du in kalten Nächten Socken flickst? Hey, kannst du ihn ja ansehen und denken, ich weiß, wie die anderen Leute leben? Es ist nicht gerade der überzeugendste Aufruf zu einem Verbrechen. Aber irgendwas sagt mir, dass das später nützlich sein könnte. Also erfülle ich dir den Wunsch. Juhu. Zumindest nehme ich ihn mit, bis ich eine Verwendung dafür gefunden habe. Danach bringe ich ihn wieder zurück. Wie du wirfst die ganzen Dinge also gar nicht auf den Boden, nachdem du sie verwendet hast? Was? Nein, das gehört sich nicht. Ich bringe sie dorthin zurück, wo ich sie hingehöre. Es ist ziemlich bieder, aber es ist ärztlich. Danke. Jetzt wissen wir, was mit Agnes passiert, nachdem man es im Spiel benutzt hat. Ah ja, eine Büste. Eine Büste mit Augen, die einem überall hin folgen. Als ob eine Büste mit Augen noch nicht seltsam genug wäre. Unveröffentlichten Roman über einen Wachmann, der in einem Auktionshaus arbeitet und gleichzeitig als draufgängischer Schatzsucher in die Welt reist. Klingt nicht schlecht, kann ich einen davon mitnehmen? Ein Krug, der immer voll ist. Wow, warum ist der im Hinterzimmer und nicht im Ausstellerbereich? Es ist wohl immer das, womit er immer voll ist, riecht nicht gerade Appetit anregend. Ein Engel, der sich an einen Mann heranschleicht. Oder er trägt einfach nur seine Bücher. Hast du die Bibel gesehen? Hast du die Bibel gelesen, Detective? Engel schleichen sich ständig an Leute heran, um ihnen Bücher zu geben. Okay. Ein Schrank. Schriftliche Aufzeichnung über Verkäufe. Nichts, was von Nutzen wäre. Okay, dann gehen wir mal wieder. Wo gehen wir als nächstes hin? Mal wieder ein Pier. Ich hätte gerne eine schöne Erinnerung an meine Heimat, aber man kriegt eben nicht immer das, was man will.
Ich habe eine gute Erinnerung an seine Heimat, die so, der Bär, ein sowjetisches Handbuch, das ist doch. Ich meine, bin ich der Einzige, der es. Der Bär. Also eine sowjetische Heimat. Wo sonst kommen Bären her? Ich hätte gern eine schöne Erinnerung in meiner Heimat. Aber man kriegt eben nicht immer, was man will. Okay, wie wär's mit der Eichel? Warum sich mit diesen köstlich aussehenden Honigsteinen ausgerechnet mit mir an? Einen ganz normalen Menschen ohne besondere Vorlieben für Honig. Ich will diese Vögel. Ich kann das gerne als Bezahlung annehmen, aber nur weil es ein schöner Stein ist. Es ist ja nicht so, dass man einen Stein essen möchte. Glauben Sie mir, ich habe es versucht. Ah, diese süße, weichliche goldene Honigstein. Weckt vollkommen bärenfreie Erinnerungen an meine Jugend. Okay, da haben wir jetzt die Turteltäubchen. Was auch immer das uns bringen soll. Am TV-Sender waren wir lange nicht mehr. Das Licht irgendwie ausmachen. Webstuhl. Können wir die VHS einfach hier mal einreichen? Könnt ihr das bitte Marv geben, damit er es auf dem Sender ausstrahlen lässt? Sicher, ich lege es nur eben in den Eingangskorb. Fantastisch. Haben Sie meine Videokassette in den Mülleimer geworfen? Nein, das ist mein Ablagesystem. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie erkennen, dass ich dort auch ein gebrochenes Herz abgelegt habe, nachdem dieses Gehirn das Lieferanten fortgejagt haben. Ja. Hallo? Dieser Mann flötet Tein Theo nicht weiter leiden. Aber kann ich Fertotier helfen? Wo ist deine Besitzerin? Das war nicht meine Besitzerin. Das war meine Freundin. Ich hab sie mit dem Taxi nach Hause geschickt. Ich bin nämlich ein Ehrenhörnchen. Was machst du noch hier und warum willst du mir helfen? Sie haben mich vorgeführt. Ich musste zählen wie ein Affe. Ich fährte Tein Vito zurück stehlen. Dann treffen wir uns im Schneiderraum. Es liebe der Viterstand. Ja. Ah, jetzt kommen wir hier rein. Herein. Hey Marv. Detective McQueen. Jetzt sehe ich diese schönen Namen unkonzentriert. Namen vorlesen. Wie geht's denn so, Marv? Ist in Ordnung, danke der Nachfrage. Die Screenshots muss ich Marv schicken.
Hast du Zeit zum Reden? Oh nein, ich muss die Sendung von heute morgen bearbeiten. Der Senderchef will mehr lustiges Eichhörnchen und weniger trauriger Polizist. Tut mir leid. Es hat die Videokassette dabei. Es zeigt auf Marv. Ich schätze, wir sollen ihn ablenken. Das wollte ich noch gleich machen. Eiche-Vitrine. Schöne Eiche-Sammlung. Danke, ich sammle schon seit einer ganzen Zeit. Eine ganze Weile. Die Eicheln sind mein ganzer Stolz. Bewahre sie in dieser gesicherten Vitrine, auf die ich nur öffne, um neue Eicheln hinzuzufügen. Aha, da haben wir vielleicht was für dich. Was sagst du zu dieser Eiche? Wie viele Schuppen hat sie? 14. Kein Interesse. Echte Fabergé-Eicheln haben nur 13. Trotzdem danke. Vielleicht. Ich entferne die überzähligen Schuppen, die Peter drauf angebracht hat. Echte Eiche. 11, 12, 13. Sie ist perfekt. Wo hast du sie gefunden? In einer Kiste auf dem Dachboden. Willst du sie haben? Auf jeden Fall. Ich schließe nur eben die Vitrine auf, um sie hineinzutun. Ah, Zeit für meinen Ansatz. Na, sehr toll. Sind auch vergiftet oder was? Was zum... Oh nein, Marv, dieses Eichhörnchen hat deine Eichelsammlung geklaut. Ich wusste nicht, dass... Nur die Ruhe, Detective. Ich habe den kleinen Gauner sofort durchschaut, als er heute im Studio aufgetaucht ist. Was? Ja, der Frau Bergier Eicheln sammelt, kennt Merle, das Eichhörnchen. Er ist ein berüchtigtes Liebeshörnchen. Als ich heute Morgen sah, wusste ich... Als ich ihn heute Morgen sah, wusste ich sofort, dass er auf den verfluchten Eicheln abgesehen hatte, die ich neu in meiner Sammlung habe. Ich musste schnell handeln, also rief ich meinen Schwager an, einen zwielichtigen Zeitgenossen namens Pete. Ich kenne ihn. Seine Tochter kam mit ein paar Freunden hierher, Kinder sorgten für Aufruhr und ich gab ihr heimlich die Eiche, damit sie an einem sicheren Ort bringt. Verdammt, Emily. Wir trafen sich in sicherer Entfernung von hier. Ihr Vater ließ die Eiche wie eine Fälschung aussehen. Oh, Kacke. Und versuchte sie dem Auktionshaus zu verkaufen. Ich wusste zufällig, dass Merle das Auktionshaus observierte. Also wusste er, dass eine Fälschung im Umlauf war. Genau. Als du hier aufgetaucht bist, hat er also die gefälschte Eiche aus dem Schrank genommen und die echte, die ich hatte, ignoriert. Bingo. Bis er merkte, was passiert ist, wird es zu spät sein. Ich werde das Ding schon in Sicherheit gebracht haben. Aha. Was ist das alles? Ach, ich wollte ein Drehbuch über einen Polizisten schreiben, der unheimliche Fälle löst. Und diese Hauptfigur war einfach zu langweilig. Sehr schön. Die Sache tut mir wirklich leid, Marv. Schon gut. Was tut man nicht alles für Freunde? Einmal habe ich mich in einem riesigen Roboter verwandelt, um einem Kumpel aus der Patsche zu helfen. Wie bitte? Was schneidest du hier eigentlich? War die Sendung nicht live? Schneide einen, haben sie dieses Eichhörnchen gesehen, Spot. Es ist an der Zeit, dass die Welt über Merle das Eichhörnchen Bescheid weiß. Bei der ganzen Aktion hat er nicht einmal den Werbespot auf Sendung geschickt. Ich kann ich das für die Sendung
Ich kann das für dich auf Sendung schicken. Das würdest du für mich tun? Wir sind doch schließlich zusammen zur Schule gegangen. Oh, danke. Außerdem ist das hier ein offener Kanal. Wir müssen jeden Mist ausstrahlen, den man uns in die Hand drückt. Tja. Das wäre erledigt. Also dann zurück zum IT-Laden. So, wo wollten wir jetzt damit hin? Jetzt haben wir... Ne, der IT-Laden. Sieht, dass ausgestrahlt wird. Oh, ich bin im Fernsehen. Schnell, nehmen Sie das und lassen Sie mich meinen Spot ansehen. Wie funktioniert das? Was ich da... Was ist das überhaupt? Wo finden dich die Anleitung? Keine Ahnung, irgendein altes Gerät, alt genug fürs Museum. Und jetzt Ruhe, ich bin im Fernsehen. Gegenstand halt ein sowjetisches Gerät. Zum Glück kann man so ein sowjetisches Handbuch. Auf zum Schrottplatz. Ich habe etwas für Sie. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Kommen Sie hoch zur Tür und zeigen Sie es mir. Ich habe alles, was Sie wollten. Das Gerät und die Installationsanleitung. Gut, kommen Sie rein. Hier bitte. Ausgezeichnet. Hier sind Ihre Kabelgenosse. Wie haben Sie mich genannt? Zeitgenosse. Gegenstand erhalten. Kabel. Sie sehen so ähnlich aus wie die Seiten, die ich ersetzen muss. Kann ich sie mitnehmen? Warum nicht? Ich habe den ganzen Stapel. Ich habe ganze Stapel von dem Zeug. Aha. Dann können wir das Ding ersetzen nehmen. Im Auktionshaus. Kremlin-Kunst. Stockbetten. Die habe ich aus alten Betten zusammengebaut, als ich die Jungs adoptiert habe. Die habe ich aus dem Magen eines Wals gefischt. Keine Ahnung, wie sie dort reingekommen sind. Wie ich selbst dort reingekommen bin, ist mir genauso schleierhaft. Der Kühlschrank habe ich von einem Laster, welcher auf einem Frachter stand, welcher vor der Westküste auf Grund gelaufen war. Draußen in der Müllwüste findet man alles, das, was man braucht. Man muss nur bereit sein, sich die Hände schmutzig zu machen und sich eine Blutvergiftung zu holen. Hände weg, nur zertifizierte Zerstörer. Okay, sag wieso Bescheid. Okay, wofür brauchten wir die verdammten Kabel nochmal? Ach, für die Telefonzentrale. Okay, und wofür brauchen wir den Rest? Ich vergesse das in dem ganzen Chaos immer wieder. Sind im Prinzip gut geeignet, aber sie sind zu sauber und zu neu. Ich muss sie irgendwie älter aussehen lassen. Okay, wie lasse ich die älter aussehen? Sieht aus wie das Buch, das wir brauchen. Es weist das verwirrende Kritzel eines Darkseid-Artefakts auf. Seiten von Reichen. Die alt aussehen lassen. Wie lassen wir Seiten alt aussehen? Gefrorener Schrottplatz. Bin ich hier vom Schrottplatz irgendwie vergraben?
vergraben und wieder ausbuddeln. Ich habe keine Ahnung, wie lässt man seinen Alter aussehen? Im Boden vergraben und wieder rausholen, wenn sie mit Erde bedrückt. Tja. Und TV-Sender in den Müll werfen. Oder auch nicht. Was machen wir dann nun? Vase, Trophäe, Gemälde, Totenkopf, Schwert. Okay, Müll schmeißen ist offensichtlich nicht die richtige Sache. Schrottplatz ist übersehen irgendwo. Wofür waren die Kabel, die wir gebaut haben? Haben die für die Maschine gebraucht oder? Wofür brauchen wir die Maschine? Die Kabel. Die braucht man hierfür, oder? Wir müssen erst eine Möglichkeit finden, sie zu entwirren. Na, sehr toll. Ein Webstuhl vielleicht. Ich glaube, ich kann die Kabel mit diesem Webstuhl entwirren. Am Schluss können sie eine hübsche Melodie drauf spielen. Ein Webstuhl ist ein Werkzeug, kein Instrument. Sag das mal Bobbin Fitzbär. Okay, Among Us des Grüßen. Wir müssen die Kabel mit Hilfe der freien Löcher so bewegen, dass wir sie auseinander bekommen. Manche Teile dieses Abenteuers sind weniger aufregend als andere. Das muss nach unten, das muss nach oben. Vom oberen Kabel blockiert. Das ist scheiße. Okay, sind die schon richtig? Das war ja gar nicht so schwer. Jetzt weiß ich, was zu tun ist, wenn ich meine Kopfhörerkabel wieder verändern. Entwirrt Kabel. Wo werden die angeschlossen? Wo stecken sie einfach irgendwo hin? Sie können sie dann im Minispiel wegen, später meinte ich. Juhu. Das ist das Gerät, aber sie scheinen auseinandergekommen zu haben. Sie irgendwo ein Darkseid-Telefonbuch geben, dem wir nachsehen können, wie wir wen anrufen müssen. Ohne Sendeempfänger lassen sich keine Nachrichten senden oder empfangen. Sie müssen die fehlenden Dinge finden, um ihre Freunde zu erreichen. Können Sie mir sagen, wo ich sie finde? Nein, aber mit Ihrem Spürsinn werden Sie sicher herausfinden. Okay, wir haben keinen Sendeempfänger. Wir brauchen einen Sendeempfänger. Den finden wir am TV-Sender. Natürlich nicht. Wo war ich? Ich weiß, dass es irgendwo gab es einen Sendeempfänger. War das beim Pier? Radio. Ein Sendeempfänger, den gibt's hier.
Wie kriegen wir den? Nicht große Robotervögel. Ja, was machen wir mit den Vögeln? Hier vielleicht die und vielleicht Tee drüber kippen, damit es älter aussieht. Und das Papier eintauchen, sollte es braunfällig werden. Damit es schön alt aussieht. Ersatzzeiten. Aha. Jetzt können wir damit zum Auktionshaus. Zeiten passen perfekt. Der einzige Zeitpunkt für den Tausch ist, wenn das Buch zu versteigen rausgenommen wird. Dank des Hammers halten sie mich für einen Auktionator. Also könnte ich die Auktion selbst in die Hand nehmen und dann den Tausch vornehmen. Okay, eine Auktion bitte. Wir haben den Hammer doch noch, oder? Das Auktionspodium. Wo ist der Hammer? Also gut, lassen wir den schäbigen Dieb stabilen. Was? Nichts, Zeit für die Auktion. Aha, willkommen liebe Freunde der Kunst. Heute haben wir dieses uralte Okkulte Buch. Okkulent, wie kommt der auf Okkulent? Es wird spät. Der Siegel, oder wofür auch immer ihr es haltet. Höre ich ein Öffnungsgebot? 5? Höre ich 5? Rasa tauscht die Seiten aus, während ich hier weitermache. Schon dabei. Ja, 5. 500. 500 ist das ihr 6. Sie können nicht weniger bieten, ist doch so, oder? Nein, 600. Um Gottes Willen. Okay, reiß dich zusammen, McQueen. Gut, ich habe 600, höre ich 700. Bittet jemand 700? Ach oder 8? Ach, ich bin fertig, Detektiv. Verkauft, die Frau mit dem ausdrucklosen Gesicht für 8. Was, das ist doch Unsinn. So funktioniert das nicht. Ich weiß nicht mal, wie viel ich bezahlen muss. Gibt es ein Problem, muss ich meine Waffe ziehen? Ich weiß immer noch nicht, wie viel ich zahlen muss. Gegenstand halten, Telefonbuch. Es hat funktioniert. Gute Arbeit. Verschwinden wir von hier. Was ist mit den anderen Auktionen, die sie heute noch zu leiten haben? Oh, ich kündige, nehmen sie wohl. Okay, jetzt haben wir die richtigen Seiten. Telefonbuchseiten. Damit können wir noch zur Telefonzentrale und was auch immer wir mit den Robotervögeln dann anfangen. Ich habe die Seiten hier. Gut, die Symbole sind wie Telefonnummern. Wir müssen uns durcharbeiten, bis wir ihren Freund erreichen. Okay, wir brauchen noch Sendeempfänger. Wie kriegen wir einen Sendeempfänger? Die Tauben könnten doch eigentlich dagegen eintauschen, oder? Ich glaube, sie planen es nicht zu Ende gedacht. Dann ist beschlagnahmen polizeilich. Das können sie nicht. Ihre Abteilung wurde geschlossen. Können jetzt keine Sachen mehr beschlagnahmen, nur weil sie heimlich aussehen. Ich gebe ihnen aber Bescheid, falls das Ding die höchste Geschwindigkeit überschreiten sollte.
Woher wissen Sie das? Ich bewege mich in gewissen Kreisen und spreche mit gewissen Leuten. Mit gewissen Leuten. Ich bin gut vernetzt. Unschuldiges Pfeifen. Was muss ich tun, damit sich sie rausrücken? Oh, ich hab's. Unheilvolles Kichern. Ich meinte unheilvolles Kichern. Mein Laden hat Einbußen wegen eines anderen Kriegsladens. Nee, nehmen Sie ihn aus dem Geschäft, dann gehört es dem Ihnen. Denk an Dudi, Detektiv. Ich werde sehen, was ich machen lässt. Was wäre ich für ein Schwarzmarkthändler, wenn ich jeden verpfeifen würde, der Flüche, Voodoo-Puppen oder fliegende Kessel verkauft? Wenn Leute mir nicht mehr vertrauen können, kann ich meine Geschäfte dicht machen. War es ein Kerl, der als Bauarbeiter verkleidet war? Das ist ein Bauarbeiter. Okay, wie machen wir jetzt den Keksladen? Wir müssen den Keksladen schließen. Ah, okay. Die Vögel sehen nicht echt genug aus. Ich muss zuerst die Metalloberfläche verbergen. Andernfalls merken Echsen den Tausch, so bevor ich die gewünschten Effekte eintritt. Okay, Reef. Okay, die Idee ist sehr gut, aber. Wie kommen wir an Farbe? Ich brauche jetzt etwas Farbe, womit wir die Vögel. Wird die Vögel jetzt ein Pinsel können wir die. Ich habe absolut keine Ahnung. Können wir die Möbel abschlachten? Wahrscheinlich haben ihnen die Roboter in Arbeit weggenommen. Wie können wir jetzt. Wie können wir den Vögeln Farbe geben? TV-Sender vielleicht irgendwie? Tja, gibt's irgendwas, was. Ah, okay, ja, natürlich. Hier mit Make-up. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Jetzt sehen sie wie die Roboter wie echt aus. Bunt gemalt für sehr schön. Ein bisschen Clowns-Make-up hat schon immer geholfen. Auf zum Pier. Dann hier. Gleich seid ihr frei, ihr kleinen Turteltäubchen. Rein mit den Robotern. Nur noch ein normaler, harmloser Mann. Wie schmecken die Kekse? Göttlich, als würde man Ambrose essen, der Nektar der Götter. Benetzt meinen Gaumen, ich bin so glücklich. Miss Wampus? Ja, Millicent? Irgendwas stimmt mit dem Ofen nicht. Die Kekse sind auf einmal alle grün. Oh nein, oh nein! Unsere Arbeit, unsere ganz schöne Arbeit. Wenn ich rausfinde, wer das war, verfüttere ich ihn an die Haie. So buchstäblich. Die Kekse sind jetzt zu haben, falls ihr noch Interesse habt. Nein, danke. Ach, verfliegst. Okay. Organeimer. Okay, den Senderring hätte ich mal gerne. Ich habe es getan. Das sehe ich. Alle sind nur noch am Jammern. Und damit fallen sie in meine Zielgruppe. Also geht mein Absatz durch die Decke.
Lächeln Sie doch mal. Ihr kriegsgrimmiges Gesicht ruiniert alles. Alles? Ja, es ruiniert alles. Alles. Ich hasse das. Lächeln Sie hier oder hauen Sie ab. Wird's bald. Was es hilft, deckte, was diese Kinder getrieben haben, war noch schlimmer als das hier. Es ist doch wohl wahr. Wie auch immer, abgemacht ist abgemacht. Hier ist der Sendempfänger. Viel Spaß beim Senden und Empfangen. Hier stand der Heldensendempfänger. Auf Wiedersehen. Ja, auf nimmer Wiedersehen. Ich hoffe doch. Auf zur Zentrale, zur Telefonzentrale und ein Sender eingebaut. Hier ist der Sendempfänger. Ich weiß nicht, wozu der benötigt wird. Wissenschaft, Pseudowissenschaft, eins von beiden. Jedenfalls läuft ohne ihn nichts. Okay, es ist alles bereit. Versuchen wir Studi anzurufen. Yay, ein Minispiel. Was mache ich jetzt? Sehen Sie diese Formeln? Diese Formeln. Das sind Nummern, wie Telefonnummern. Also fangen Sie an zu wählen. Das ist alles. Was, wenn er nicht unter den Nummern erreichbar ist, die ich habe? Sie denken zu normal. Eine der Nummern ist die richtige. Und wie können Sie da so sicher sein? Ich habe mir den Bauplan für dieses Ding angesehen. Vertrauen Sie mir einfach. Gut, versuchen wir es. Wahrscheinlich die letzte. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir müssen jetzt so ein Muster bilden dafür. Okay. So und so. Ist das egal, was wir machen, oder? Das scheint das Muster zu sein, aber ist natürlich die Farben spielen keine Rolle, oder? Ja, mein Süßer. Der Anton. Entschuldigung, spricht dort ein Polizist? Je nach Vorliebe, auch ein Soldat, Biker, Bauarbeiter, Cowboy oder Indianer. Ich bin für alles zu haben. Ich glaube nicht, dass sie die richtige Nummer ist. Es ist immer die richtige Nummer, mein Süßer. Oh je. Okay. Hier haben wir dies. Okay, das ist glaube ich die 8 hier. Und in die 14 muss das rein. Wie das richtig sehe. Die ist bei Freie. Das war um einen von der 7 zur 10. Hier kommt noch ein Hanger dazwischen. Zwischen den 3 und die. Und jetzt so hier. So müsste es richtig sein. Chief Goody. Was ist das alles? Chief Goody? McQueen, warum rufst du mich an? Ich glaube, ich habe eine Spur zu Goody. Eine Möglichkeit, ihn zurück zu. Moment mal. Was auch immer du vorhast, wenn irgendwelche fragwürdigen Methoden im Spiel sind, hältst du dich besser raus. Verstanden. Ich halte sie auf den Aufnahmen. Dann viel Glück. Es ist der letzte. Ich mache mal trotzdem hier
100 Pro, das ist die letzte Nummer, die wir wählen. Wahrscheinlich auch egal, wie in welcher Reihenfolge wir die wählen. Das ist einfach immer die letzte. Okay, den hier dann noch runter. So muss das sein. So, dann hier. Das muss sein. Gelator. Wester, weißt du eigentlich, wie schwer es für mich ist, ans Telefon zu gehen? Ich glaube, ich habe mich verwählt. Verwählt, zittere vor Wut. Okay, nächste Nummer. Das ist ja schon mal richtig hier. Da müssen wir nicht viel machen. Noch die nach unten. So. Treaser. Hallo. Hallo, ich wollte fragen, ob Sie mir das richtige Symbol für dieses Rätsel mitteilen könnten. Nein, ich habe mir das Rätsel schließlich nicht minutenlang ausgedacht, nur um dir dann die Lösung zu verraten. Das Spiel ist bereits veröffentlicht, also lass mich in Ruhe. Okay, das ist jetzt die Entwicklerin, die sich das ausgedacht hat. Juhu. Okay, der hier muss so. So, wenn ich mich nicht irre. Scheint niemand abzuheben. Weil ich es auch falsch eingesetzt habe. So, hier. Scheint niemand abzuheben. Wait. Da unten frei. Da das, dann. Die sind doch verbunden jetzt hier. Vielleicht andersrum. Das hat noch nie eine Rolle gespielt hier, aber okay. Ruf nicht bei diesem Symbol an. Hallo? Oh, hallo. Hallo, wer ist das? Leg auf, Detektiv. Tut mir leid, verwählt. Oh, auf Wiederhören. Ist Raxa? Wer wusstest du, wer versuchen wir es mit dem nächsten Symbol? Ja. Okay. Okay, das ist das lange Ding. Das ist etwas kniffliger. Die kurzen kommen hier runter.
So müsste es dann sein, oder? Hallo? Ah, Officer Doody. Yay, wir haben ihn. Doody. Detective, bist du das? Ja, Doody, ich bin's. Wo bist du? Ich höre Musik. Ich weiß es nicht. Hier ist alles so anders. Es ist zu kalt. Oh, Doody. Aber ich bin selbst schuld. Ich hätte einen Jacke anziehen sollen. Sag mir, was du siehst, Doody. Dann holen wir dich nach Hause. Zumindest sehe ich die Seen nicht. Also muss ich wohl landeinwärts sein. Tut mir leid, Detective. Die Geografie ist ein bisschen Doody. Sieh ein. Schuld ein. Zu mir. Doody, der Anfang wird schlechter. Das ist an dich nicht. Du dummes. Doody. Die Leitung ist tot, Detective. Ich habe alles notiert, was er gesagt hat. Vielleicht hilft es uns, ihn zu finden. Nicht wirklich. Ja gut, in mein Apartment habe ich einen Stadtplan, den wir verwenden können. Nichts wie los. Ich komme mit. Auf einmal wollen sie mitkommen? Ja, dann wird es nämlich interessant. Julis Hinweise. Notizen vom Telefonat mit Doody gehen wir sie an einem Apparat in meinem Apartment durch. Okay. Apartment. Da wären wir. Machen wir uns an die Arbeit. Ja. Wie sieht unser Plan aus? Ich habe ein Ritual gefunden, mit dem wir ihn zurückholen können. Vorausgesetzt, ich weiß, wo er ist. Wir haben die Hinweise, wir müssen sie nur richtig lesen, das Ritual vorbereiten. Klingt gut, dann mal los. Die brauche ich für das Ritual. Miau. Hey, Mr. D. Ist noch nicht Zeit für dein Futter. Mr. D. D wie Detective? Genau. Ich spüre, dass sie lügen. Das D steht für Doody. Ich bin ein Medium, schon vergessen. Miau. Sind nur unverbrauchten, unbrauchbaren Notizen von gescheiterten Versuchen, Doody zu finden. Etwas, was aussieht wie eine Zeichnung von euch beiden. Was muss ich unbewusst gekritzelt haben? Oh, ich habe Kreide für das Ritual in meiner Tasche. Okay. Wie haben sie es geschafft, dass es in Plastikpflanze eingeht? Eine Tasche mit Doodys alten Klamotten, die ich aus einem Schließfach im Fitnessstudio geholt habe, die werde ich brauchen. Okay. Na dann. Bin bereits, Detective. Gehen wir den Hinweisen nach. Meine Karte mit Hinweisen auf die ganze Stadt. Wow, wo so eine verrückte Pinnwand sehe ich zum ersten Mal. Okay, die Hinweise. Also gut, gleichen wir Doodys Aussagen mit der Karte ab und versuchen wir ihn zu orten. Yay! Das sind alle Informationen, die ich über die Stadt habe. Ich muss nur einen Ort finden, der zu dem passt, was über Doodys Aufenthaltsort wissen. Wir haben drei Hinweise. Wenn wir sie mit allem abgleichen, sollten wir ihn finden. Ja, gehen wir systematisch vor. Wir schließen alle Orte aus, die nicht in Frage kommen. Und sehen, was übrig bleibt. Ein Kinderspiel. Ach, Mann. Wir haben mit Doody telefoniert. Ich konnte jemanden im Hintergrund Musik spielen hören. Und ist irgendwo landeinwärts. Oma Guli, die Matriarchin der Familie. Guli liebt es, von ihrer Familie zu schwärmen. Sie beschäftigte Salonlöwen, redet gern. Sternzeichen danach fragt man eine Dame nicht, ob sie von ihrem Reisepass Gebrauch machen. Beruf Wichtigen, Lateinkenntnisse nein. Das ist jetzt zwar den belesenen Vampir Graf Factula verliebt.
würde sagen, sie hat kein Telefon, oder? Hat sie ein Telefon? Das weiß man nicht. Sie redet gerne, als hat sie vielleicht schon ein Telefon. Besitzt uns Kostüm da, eins des 17. besten Ortes, des Lone Lake, wenn man ein Kostüm braucht. Sternzeichen Greif, unsichtbare Flöte spielen, nahen Besitzer. Lateinkenntnisse, nein, müssen 250 gern, schade. Kann ich auch nicht ausschließen. Wenn der Laden hat, braucht er ein Telefon. Dave the Tentacle. Sehr schön. In Anspielung an Day of the Tentacle, offensichtlich. Mein alter Kumpel Dave, der in Röhren und Luftschächten wohnt. Sternzeichen Lila, Hobby hinter Hintern streicheln. Tentakel, Lateinkenntnis, nein, Wissenswerte, scheint durch Rohrleitungen zwischen Welten reisen zu können. Dann würde ich leider mal ausschließen. Der hat bestimmt kein Telefon. Land einwärts. Die Vielfachen. Eine Ansammlung aus Leuten, die zu einem Riesen verschmolzen sind, identifiziert sich als New Age-Kommune, die die guten Lehre des Universums verkündet und sich dabei neue Rekruten einverleibt. Sternzeichen Unismus. Bobby spielt gern Twister gegen sich selbst, eine Person Band. Beruf, Erkenntnis, nein, Wissenschaftswert ist 5% aller müssen Personen werden bei den Vielfachen gefunden. Ich glaube auch nicht, dass die ein Telefon haben. Nuala, eine Frau mit buchstäblich feuerrotem Haar, der ich auf meine Reise begegnet bin. Sie scheint akademische Zerlegung an der TLU zu studieren. Die Hoffnung haben, letzte Studentin dieses Fachs zu sein. Sternzeichen Phönix, Pyrophon spielen, Studenten, Lateinkenntnisse, nein, Wissenschaft, es mag keine Güte. Okay, Hintergrundmusik passt schon mal. Land einwärts passt auch irgendwie. Beste Straßenmusiker der Darkseid. Ein Titel, den angeblich bei einem nicht-musikalischen Gladiatorenwettbewerb gewonnen hat. Tatsächlich Tintenfisch, Hobby Katzen anstarren, irgendwann komme ich hinter das Geheimnis. Beruf Straßenmusiker. Mit seinem Kind ist nein, wissenswert, seine Gitarre ans Gesicht hält die meisten Leute auf. Okay, der macht Musik auf jeden Fall schon mal. Besitzerin der behutsam bekleideten Bar. Eine sehr zugeknüpfte Dame, mit der ich durch ein Loch in der Wand reden musste. Sternzeichen unklärte Bindungsstücke. Mutwillige Zerstörung öffentlicher Einrichtungen. Ist ihr Hobby? Beruf ist energische Ankleiderin. Lateinkenntnis ist nein, sammelt Zahnskulpturen. Wenn sie eine Bar hat, hat sie vielleicht auch ein Telefon. Das heißt, kann ich es nicht ausschließen. Eine Schar alte Damen, die von Ort zu Ort ziehen und schlafende Babys aufwecken, bevor sie wieder in Schatten verschwinden, nachdem nächsten schlummernden Säugling suchen. Sternzeichen diverse, Babys aufwecken, die Eltern auslachen und verschwinden. Beruf im Ruhestand, Lateinkenntnisse nein. Wissenswert, ich darf nicht über Brücke 4. Ich muss außen rum gehen. Okay, weiß nicht, ob die Musik machen. Ich würde dann eher. Weil die macht Musik nicht. Würde ich das schon eher ausschließen. Ort mit relevanten Scheininformationen markiert.
Auf diesem Terminplan ist wahrscheinlich blau. Bekanntes Portal hier. Ah, okay. Ich habe das seines früheren Fels bekanntes Portal hier. Ist dann klar. Okay, schauen wir uns mal die Fälle von er war der Musiker, dann schauen wir mal hier hin. Das haben die sinnvollsten. Eine lokale Wäscherei in der Beizeit. Die verlorenen Socken ziehe ich inzwischen gar nichts mehr. Aber meine Ausweichmöglichkeiten sind einfach zu weit weg. Okay. Frühes Terminplan. Waschsalon. Chinatown. Einzige Ort in der Stadt ohne chinesische Mitbürger. Will ich mal ausschließen. Hier befindet sich der wichtigste Schwarzmarkt der Stadt, was anscheinend alle wussten, außer mir. Auch du, die in einem Terminplan steht, etwas von Geschenke suchen an zum Ort. Okay, hier haben wir noch das hier. Bibliothek, Heimat von Büchern. Wie ausweiden für Anfänger. Übernatürlich, Doppelpunkt, die dunkle Kunst, kaltes Essen und Wirtschaftsängste zu beschwören. 26 Unglücke. Usel Geschichten für sorgenvolle Teenager. Ja, kommt in Frage. Sind man die Bar verfolgen? Landinwärts können wir wahrscheinlich eher erstmal. Und das. Können wir wahrscheinlich die Sachen gerne ausschließen. Den Rummel können wir auch ausschließen. Den Zeltplatz auch. Im zweiten See geht es mehr ums Geschäft. Natürlich um schreckliche Unfälle. Okay, ich bin mal alle aus, die hier nichts. Die nicht von nicht markiert sind. Okay, dann bleiben ja noch weniger. Okay, das ist auch weg. Mit Inwärts ist ja dann nicht mehr viel. Dann würde ich sagen, die LPT, der Friedhof, aber sollte auf der Station sein. Hier gibt es ein Portal. Also würde ich gerade mal ganz mutig sagen. So hier. So, und passt nicht zu all meinen Hinweisen. Ach, verdammt. Stimmt, ja. Es muss schon einer sein, der hier in Verbindung steht mit ihm.
Ich komme nicht mehr von alleine drauf. Gut. Es muss auf jeden Fall ein Portal in der Nähe sein. Schließe nochmal alles aus, was. Es muss ein Portal sein. Es trifft hierauf zu. Ich weiß, dass es noch einen anderen Ort mit Portal gibt. Sie will das Zipi, der Waschsalon. Hilfe. Gut. Mal rückgängig gemacht. Oma Gudi würde ich ausschließen. Nichts mit Musik zu tun, die hätten Frauen wahrscheinlich auch nicht. Hier auf jeden Fall der Club. Schon wahrscheinlich. Den schließe ich auch aus. Und will es so machen. Wenn du die telefoniert, das heißt. Es muss ein Telefon in der Stelle geben. Gibt es da ein Telefon? Ja, wahrscheinlich schon. Da gibt es auch Telefone. Da gibt es ein Telefon. Ich sehe da auf dem Bild sogar eins. Friedhof, das haben wir schon ausgeschlossen, das passt nicht. Gibt es auch kein Telefon. Gibt es bestimmt ein Telefon? Gibt es ein Telefon? Gibt es ein Telefon? Die Bar hat bestimmt. Hat bestimmt eine. Der Telefon überhaupt mit. Ja, ist auf jeden Fall. Ist jetzt alles auf ihn hier, auf den Musiker. Rätsel. Scheinbar top ausschließen.
Warum ist nicht nach innenwärts? Der Verstellung ist ganz ernsthaft auch nicht ganz einwärts, aber okay. 4.13 ist auch nicht ganz einwärts. Das ist auch nicht ganz einwärts, der liegt direkt am See. So schließt man das aus. Waschelung würde ich ohne jetzt kurz einwärts machen. Das würde ich auch mal ausschließen. Wahrscheinlich auch kein Telefon. Keine Verbindung zu den dreien. Ist auch nicht. Wir bleiben die hier. Jetzt haben wir hier die Waschsalon, ist mir nicht zu. Mit dem Telefon haben wir das nicht zu. Das ist nicht Land inwärts. Hier ist ein Telefon. Gut, die Bibliothek halte ich für unwahrscheinlich in der Musik gehört hat. Sie brauchen eine Verbindung zu ihm hier. Das ist Chinatown leider die einzige noch verbleibende. Versuchen mit Chinatown. Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter. Was passt denn überhaupt noch? Ich suche nach der Komplettlösung für das Rätsel. Ich komme hier heute nicht weiter. Den Fall will ich heute noch lösen. Was wär's denn, wenn es die Bibliothek wäre? Das kam mir noch in Frage. Logisch gesehen kommt die Anfrage. Das Land einwärts hat ein Telefon, Musik ist ja unwahrscheinlich. Okay. Die Bibliothek haben wir jetzt, die Bibliothek und den Friedhof. Bibliothek.
Friedhof vom Haus geschlossen. Chinatown ist es auch nicht. Überleg, zwei Überlege, während du nach der kompletten Lösung googelst. Der Pier kann es nicht sein, das nicht nach innen wird. Das hier kommt auch alles nicht in Frage. Das Anwesen kommt nicht in Frage. Was dann kommt in Frage? So, okay. Das Einkaufszentrum ist in Schiffbrudis Haus. Die Telefonzentrale würde natürlich Sinn machen. Dresstuwand nennt man wohl Ort, an dem die Leute sich ziemlich Kleidungsschichten anziehen lassen. Hält ich zu abwegig, dass das ein wichtiger Ort ist. Da würde ich mal ausschließen. Würde zwar Musik laufen, aber der Waschsalon hat ein Telefon. Hintergrund Musik ist ein bisschen landeinwärts. Könnte er sein, der Mucke macht. Ich versuch's mal. Das passt. Ich glaube, wir haben einen gefunden. Ohne Komplettlösung. Ich war gerade auf der Suche. Ich war gerade im Durchblättern durch die Komplettlösung. Puh. Das war ausgerechnet der Waschladen dort. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Er ist direkt vor der Tür. Er hat die ganze Zeit draußen darauf gewartet, dass ich ihn finde. Jetzt hast du ihn ja gefunden, also holen wir ihn zurück. Ja, los aufs Dach. Hier können wir das Ritual durchführen. Okay, Kerze fürs Ritual. Johannes, Kraut und Vanille, schön. Wenn ich schon keine Badewanne habe, kann ich zur Entspannung wenigstens ein paar Kerzen anzünden. Kreide, Sporttaschen. Tasche, die Kreide, die Bude gezeichnet und die Kerzen. Ich habe ein Feuerzeug, perfekt. Ist alles. Mal sehen, was passiert. Ein Wind zieht auf. Ich spüre jede Menge spirituelle Energie. Und diesmal behaupte ich das nicht einfach nur so. Ich glaube, es funktioniert. Da ist er wieder. Detective. Es hat funktioniert. Hat jemand was zu essen? Ich bin am Verhungern. Es hat definitiv funktioniert. Und wie war's? Niemand hat je zuvor so viel Zeit dort verbracht. Geht so. Es war schwierig, von A nach B zu kommen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind eine Katastrophe. Züge sind immer pünktlich. Also habe ich sie immer verpasst. Ich bin einfach froh, wieder zu Hause zu sein. Danke, Detective. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Danke. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Oh. Detective? Ja? Was ist ein Kronenordner?
Währenddessen. Rippentaube. Feld geschlossen. Dem Ruf gefolgt. Juhu. Haben wir den ersten Fall gelöst. Ich sag doch, das dauert ein Weilchen. Die Fälle sind umfangreich. Das war zwei Fälle hier in dem Stream schaffen. Habe ich auch schon gemacht, aber. Ja. Bis zum Morgengrauen haben wir das nächste Mal. Ich würde sagen, für heute lassen wir es aber. Einen neuen Fall jetzt anfangen, den wir eh nicht zu Ende kriegen. Wird Zeit. Gut, na dann. Ich hoffe, euch hat dieser kleine spookige Stream gefallen. Kommen wir mal in die Zwischenwelt, in die was nachgesehen, was Gary auf dem Dach der Telefonnummer dran trägt. Okay. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, die wir zu der Dark Side definiert haben. Die Dark Side Detective von meine Dark. Am Freitag spielen wir es wieder. Machen wir den zweiten Fall. Und dann müssen wir mal gucken, wann wir es fortsetzen. Wenn ich mal wieder Platz habe. Ja, ich würde sagen, ich kriege eine Endcard. Danke fürs Zuschauen. Da bin ich auch oben auf YouTube, wenn ich das auf YouTube hochlade. Ja, ich würde mal sagen, ab in die Endcard. Dann reden wir noch vorhin. Machen wir das. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Bis gleich in Endcard.